Ist der Meister der Kamerafahrt, ist meine Frage. So starten wir in diese Woche. Keine Kamerafahrt. Es ist Montag. Da ist der Flashback meistens, ne? Ja. Aber YouTube News mit Mr. Trashback gibt's irgendwie nicht mehr. Naja, Trashy, was geht? Hi, na, was geht? Schönen Montag. Was geht? Hallo, was geht? Hallo, was geht? 5 Minuten Frühstückspause, was geht? Kaffeemaschinen-Martin ist auch wieder am Start. Ja, er hat wieder einen neuen Kaffee mir gemacht. Tassilo wird gerade schon hier benutzt, um aus ihm diesen Kaffee zu vergenussferkeln. Bevor es jetzt hier richtig losgeht mit den Leuten, die da sind, wenn Nils noch da ist, man muss einmal kurz Nils loben im Chat. Der hat meine Einbruchstüre jetzt wieder, ich sag mal, in Schuss gebracht, bis die neue Türe da ist und hat sich dafür wirklich den ganzen Samstag Zeit genommen. Also Shoutout geht nochmal raus an Nils. Muss man sagen, Nils loben. Sehr gut, sehr wichtig. Muchas gracias. Ich habe es auch gesehen, ich bin sehr happy. So, coole Tasse gibt es dazu, ein Reflink. Achso, die sind aus dem Disney World in Paris. Disneyland. World ist in den USA. Disneyland, so rum, ja. Bitte gerne. So, ich muss jetzt mal gucken, wie jeden Montag, was heute geht. Ich glaube, es steht im Titel, ihr wisst mehr als ich. Da habe ich natürlich, obwohl ich gerade groß angekündigt habe, Louis, dass ich sehr vorbereitet bin, und wir loslegen können, habe ich das nicht gemacht. So. Und schon wieder das Handy auf laut, Louis. Schon wieder. Der ist wirklich, der Mann ist 50. Ey, von dem können wir alle so viel lernen. Das ist wirklich... Nur noch der Hammer. Ich weiß gar nicht, warum man an so einem Tag wie heute anfängt mit Gurken-Sandwiches. Aber anscheinend ist das the way to go. So, ich freue mich auch mal ein bisschen auf den Montag, weil dann muss ich nicht so... Warte mal kurz hier so. Zack. Link öffnen. Sehr gut. Und ein Kaiserschmarrn. Okay, ja, ich bin voll im Game. Kaiserschmarrn kann ich ja sehr gut, ne? Kaiserschmarrn bin ich ja extrem gut. So, zack. Gurken-Sandwiches. Damit fangen wir an. Leicht. Zubereitungszeit 40 Minuten. Hast du gesehen, was das Ding geschrieben hat? Louis, immer Handy auf laut, antwortet ja aber erst in 8 Tagen. Das ist dreist. Ich finde das gut. Also, nächstes Kochbattle.
Ich glaube, diese Woche ist, glaube ich, wieder gegen Nina, aber wir können auch ganz kurz gegen das so machen, dass Dustin und du kurz so einen Messerkampf mit Buttermessern macht. So immer so jede 10 Minuten geht es dann immer in so eine Runde, weißt du? Und dann habt ihr eine Minute. Wer im Chat ist dafür? Messerkampf auf Twitch ist okay, oder? Ist mit Buttermesser. Bitte? Mit dem ganzen Team. Ist ein Teambuilding, Team Louis gegen Team Dustin. Boah, du musst aufpassen, ne? Team Düs ist auf jeden Fall, der ist halt der Coolste aus dem Büro. Da musst du gucken, dass du zuerst wählen darfst, sonst sind die Guten direkt weg. Schweizer Taschenmesser Timo, ja, stimmt. Ja, wenn du Timo im Team hast, der bleibt auf jeden Fall nicht liegen, selbst wenn er keine Beine mehr hat. Nee, mit Annika. Ah ja, Nina und Messer, stimmt. Ach du Scheiße, ja. Ja, Gerrit auf jeden Fall nicht ins gleiche Team, ne? Das Friendly Fire an. Gerrit ist die Geheimwaffe. Sehr gut, sehr richtig. Oh boy. Gut, ich gucke mir das jetzt hier mal an, was dieses Gurkensandwich so macht. Naja, wir brauchen eine halbe Zitrone. Ich habe auch diese Fragen wieder nicht geholt. Es tut mir leid, ich war gerade eben da. Darf ich dich nochmal kurz schicken? Das tut mir wirklich leid. Ich kann sowas auch laufen, also ihr hört mich ja eh. Ist aber auch kein Problem. Aber ich vergesse immer, Annika bereitet ja die Fragen vor für den Montag. Und jedes Mal, apropos, wenn er jetzt gerade hier ist, Dustin, wie geht's dir eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nur den Freitagstand, aber jetzt ist es ja so früh, wir haben heute noch gar nicht geredet, machen wir es über Twitch-Chat. Ihr kennt unsere Kommunikationskanäle, Leute. Wenn ihr nicht da seid, falls ihr wissen wollt, was intern abgeht, müsst einfach nur auf dem Twitch-Kanal hier bleiben. Dann seht ihr uns immer hier in den Chat schreiben. Das ist das Einzige, was wir haben. WhatsApp war gestern. Heute Twitch-Chat, sag ich dir. Nimm Annika, lass die vorher Mario Party spielen. Ja, und eine halbe Flasche Wein so, dann ist auf dem Level. Besser, komm gleich ins Büro. Yes! Düs, geht's besser. Ey, das ist auch irgendwie so eine Farce. Ich muss das mal ganz kurz erzählen. Düs hat ja ein E-Auto, kriegt er von der Arbeit. Und der hat, also alle anderen Autos sind jetzt da und am Freitag kriegen alle ihre Autos. Und ich glaube, der ist erst wirklich Herbst oder so dran. Oh! 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 Jetzt ist die Hütte am Brennen, sag ich dir. Jetzt ist die Hütte am Brennen, Chat. Ihr seid live dabei. Es wurden die Fragen vergessen. Gestern Abend noch gestreamt. Ich habe sie gesehen. Stundenlang irgendwelche Disney-Charaktere, die sich verprügeln, durch eine Virtual-Reality-Welt geschleust. 5 Fragen. Wir wurden einfach vernachlässigt. Chat. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist eure Aufgabe. Wenn ihr Annika online seht, ihr habt jetzt offiziell die Lizenz für einmal Mobbing. Aber nur einen. Danach ist auch wieder okay. Ist nicht schlimm. Ich habe ja die Webseite, die Random Generator Webseite von Gemischtes Hack, wo 5 Fragen drauf sind, mache ich es halt so. So einfach wäre es gewesen. Es ist ein Knopfdruck. So, zack, ich gehe mal hier rauf. Habe ich sogar noch geöffnet, kann das sogar sein. 5 schnelle Fragen. Gib mir 5 schnelle Fragen. Fertig. So, haben wir. Sieht nach Gehaltsumschlägen aus. Wir machen alles noch mit Umschlag. Ah, boah, der Kaffee ist tatsächlich sehr lecker auf Dauer. Ist eine Weile her, dass ich guten Kaffee hatte. Sage ich euch, wie es ist. So, Wässerchen dazu. Ich liebe Mio Mio, aber ich muss momentan wirklich mal mein Cola-Thema unter Kontrolle kriegen. Ich brauche nach wie vor eine halbe Zitrone. Also, weil momentan ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ist ein bisschen zu viel Cola, sage ich euch ehrlich. Das ist funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche. Gurke, Zitrone. Das war wegen diesem Einbruchszeug. Dann habe ich die ganze Zeit nur in irgendeiner Form Kaffee und Cola hin und her geswitcht. Dadurch auch echt ganz gut Magen. Und an Sport war sowieso schon gar nicht zu denken die letzten Wochen. Ich probiere jetzt mal wieder ein bisschen in die Normalität reinzurutschen. Wird mir nämlich auch ganz gut tun. So. Zack. Und hopp. Also, wir haben Zitrone. Wir haben Frischkäse. Wir haben Salz, Pfeffer. Und Worcestershire-Soße. Ich glaube, wir haben sogar Worcestershire-Soße. Oder wie viele sagen, W-Sauce. Es gibt zu viel Cola. Also bei Leuten, die das nicht so... Hier. Bei Leuten, die das nicht so gewöhnt sind, kann das mal passieren. Tolles Outfit heute, steht dir sehr gut, Dankeschön. Man nennt ihn Dad Jeans und Fashes Oberteil, Boy.
war mir selber ein bisschen unangenehm. So, Pfeffersalz machen wir doch auch schon mal hier in die Ecke. Zack. Super. Wir haben Räucherlachs und wir haben eine kleine Salatgurke. Wir haben Minze und Vollkorn-Sandwiches. So, dann schauen wir mal. Was wollten ihr machen? Zitrone, Zitronenhälften auspressen, Fischkäse. Frischkäse in einer Schüssel mit 2 Teelöffel Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Spritzern Worcestersoße glatt rühren. Okay, machen wir genau das. Zack, 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 zack. Sehr gut. Wie war denn euer Wochenende? Was ist geschehen? Bevor das dann hier völlig ausartet, gehe ich mal lieber weiter. Okay. Tut mir leid. Ach, wegen dem Cola-Ding. Ich verstehe. Also, ja, wie war euer Wochenende denn? Wie war deins? Erstmal, du bist deutlich schneller auch als der Chat. Gut, was ist passiert? Du warst Karaoke-Bar? Alleine am Freitag? Eine andere Karaoke-Bar? Ich glaube, Dustin guckt zu, ne? Louis war im Museum? In der Karaoke-Bar. Düst, was sagen wir hier? Ich kann das nicht beurteilen. Der ist der Karaoke-Beauftragte auch. Freizeit- und Karaoke-Beauftragte. Also, das stimmt. Ey, wir saufen eigentlich Freitag immer zusammen, kann man sagen, und spielen Mario Party. Und da gibt es dann einen Pokal, der normalerweise wandert. Aber ich sag mal, wir haben echt einen ziemlich schlaffen Run dieses Jahr schon hingelegt an Freitagen, die das nicht so funktioniert hat. Ein bisschen chaotisch. Ich glaube, diesen Freitag sollte es besser gehen. Wir haben diesen Freitag auch was zu feiern. Tatsächlich. Wir haben am Freitag die Autos und ich habe Schlüsselübergabe von der Gladbacher Immobilie. Gleicher Tag. Da gibt es wirklich was zu feiern. Also langsam kommen wir auf den Trichter. Ja. Das wird, glaube ich, funktionieren. Und danach habe ich eigentlich, also ich muss mal kurz mit euch Resümee passieren lassen. Ich habe nämlich am Freitag dann noch, es kann nämlich sein, dass wir Freitag gar nicht drehen können, weil so viele Termine sind, weil ich habe nämlich nach der Übergabe bin ich eingeladen hier in Köln von der Designagentur, die mit, unser Logo designt hat für die Eigenmarke. Der Geschäftsführer hat mich eingeladen zu einem Essen. Und ich glaube, das ist sehr cool. Ich konnte mich jetzt noch nicht melden am Wochenende. Ich muss dem heute dringend antworten. Und das ist so, das geht, glaube ich, so 2-3 Stunden. Und ich glaube, da sind ganz interessante Leute dabei. Die machen so coole Sachen. Die machen zum Beispiel sowas hier auch. So, das ist das, was ich letztens gezeigt habe. Ich glaube, die sind auch im Rewe. Das ist so eine Hafermilch. Das sieht wirklich von Weitem gar nicht so cool aus, wie ich es jetzt euch zeigen wollen würde. Es ist eine sehr leckere Hafermilch. Und der ist da irgendwie auch mit drin. Die machen so, wisst ihr, was ich meine? Das sind so Leute, die machen so Sachen. Und ich mag so Leute, die Sachen machen. So nicht nur labern, sondern halt so, hier ist was, was ich in der Hand halten kann. So, das ist gemacht, ne? Das finde ich irgendwie immer ganz gut. Und ich glaube, da sind ganz interesting Characters dabei. Aber ich habe so, ich weiß noch nicht, ob ich so ein Momentum habe, dass ich so von Meeting zu Meeting hoppel. Weil momentan probiere ich ein bisschen zu entschleunigen. Ich hatte nämlich gestern wirklich den vollen Papa-Move. Und bin dann wirklich nach Hause, hab dann nochmal ein bisschen Wäsche gemacht, hab mich aufs Sofa gelegt, hab irgendwie mir noch was zu essen für mich und Clara bestellt, weil ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie was zu machen. Dann ist Clara nach Hause gekommen, dann ist genau dann das Essen dann dazu gekommen, dann habe ich mit der was gegessen, aufs Sofa gelegt und ich bin instant eingeschlafen, Alter. Aber voll Papa-Modus, aber 400%, kann ich euch sagen. Das war wirklich... Das war mein Abend. 21.10 Uhr war ich gestern im Bett. Ja, gelebt. Aber jetzt nochmal kurz zurück. Freitag Karaoke beim Museum. Samstag auskatern. Auskatern, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Produktiv sein. Fotografieren, aufräumen. Ja, aufräumen ist, ich sag immer, man muss aufräumen, mochte ich nie, so rum ist richtig. Aber ich sehe jetzt aufräumen immer. Also, ich habe so viel Fläche in meinem Leben. Also, hier macht mir Aufräumen so Semi-Spaß, bin ich ehrlich. Weil auch einfach viel zu viel anderer Shit in den Büroräumen immer abgeht, als dass ich dann irgendwie die ganze Zeit aufräume. Aber ich mache es trotzdem gerne, wenn denn die Luft dafür da ist. Aber zu Hause habe ich das vor allem. Da denke ich mir so, ich habe voll Spaß daran, so aufzuräumen, weil es wie so ein bisschen, so, keine Ahnung, Therapiesitzung für mich selber ist. Weißt du, so einfach so Launch-Mucke anmachen und dann mal die Küche so intensiv deep cleanen oder
ich war mit meinem kleinen Bruder im Baumarkt jetzt letztens für ein paar Sachen, die da in der Wohnung gebastelt worden sind. Und dann hat mein kleiner Bruder gesagt, da gibt es von Bosch so ein Reinigungsgerät. Das sieht aus wie so ein kleiner Schraubenzieher. Vorne ist aber eine Bürste drauf. Und dann meinte der so, ja, genau deswegen gehe ich nicht in den Baumarkt, ne? Das kostet jetzt 30 Euro, das ist ja nur noch Quatsch. Das ist ja einfach nur noch Quatsch. So. Und dann habe ich gesagt, komm, du hast mir jetzt die letzten Tage nach dem ganzen Einbruchsding so geholfen, ich kaufe dir das für 30 Euro. Und er meinte zu mir, ich habe den am Freitag gesehen und er meinte zu mir, ey, oder am Samstag. Ich habe ihn am Samstag gesehen und dann meinte der, ey, ich hab meine Dusche so gedeepcleaned, ne? Das war so eine Genugtuung mit dieser Drecksbürste. Weil das sind halt so Hartbürstenaufsätze und der hat halt wirklich einmal die ganze Dusche durchgemockt damit und meinte so, ja, keine Ahnung, machst du ja nicht, ne? Mit so einem Lappen durch die Dusche ist möglich, aber das sind so harte Borsten und dann drehen die sich so und dann kannst du halt wirklich so richtig reingehen und auch an so Stellen, wo du dann so vielleicht irgendwie so ein hast, kannst du dann einfach so mit dem Bohrer reinhalten. Und ich will mir den jetzt ausleihen, auch für meine Dusche, weil ich habe das nur gehört und wurde dann direkt glücklich. Aber hat was Genugtuendes, muss ich sagen. So, seit 20 Minuten labere ich wieder und kriege nicht mal die Zitrone auf. Die hier auspressen erstmal. Wir fangen langsam an. Was ist denn euer favorite way? Ich will sehr englisch, ne? Was bin ich für ein Agenturfritzel? Favorite way. Was ist denn euer liebster Weg, Kaffee zu machen? Martin hat das jetzt ja heute Morgen, das nimmt er sich vor, falls ihr montags zuguckt, falls ihr bevor der Stream startet, also um 9 bis 9.15 Uhr so um den Dreh, wir lassen ja immer ein bisschen laufen, damit mehr Leute reinkommen können, damit man nicht so viel verpasst, auch am Anfang. Und Martin hat sich vorgenommen, jeden Montag auf eine andere Weise für euch schon im Bild Kaffee zu machen. Also die Leute, die am Anfang dabei waren, die haben das hier gesehen. Wie macht ihr denn euren Kaffee? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weil es gibt ja so 500 verschiedene Wege und das ist jetzt Martins hochheilig geschworene Aufgabe, dass er anscheinend jetzt der neue Kaffeebeauftragte ist. Also langsam wird es auch für mich unübersichtlich, welche Beauftragte wer sind. Hast du schon einen Beauftragtenrang? Louis ist der Krankheitsbeauftragte. Der weiß, wenn jemand krank ist, der kommt zu dir. Nee, du bist krank. Eine Aeropress. Ease-Pads. Tea is the way. Tassimo. Vollautomat regelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, also es gibt, glaube ich, gute Vollautomaten, aber irgendwie habe ich den noch nie gefunden. Ich habe so einen Jura-Vollautomat mir vor Jahren mal gekauft für zu Hause. Dinger sind schweineteuer, funktioniert auch noch gut. Und damit war ich immer zufrieden. Also was so das Thema Vollautomaten zumindest angeht. Keiner hier eine Siebträgermaschine. Ich glaube, dafür haben die Leute zu viel Respekt, weil du halt auch immer... Aeropress kommt nächste Woche. Guck mal, Martin hat schon vorbereitet. Ich lieb's, ey. Irgendwann kommt aber auch die Folge, wo der Kaffee-Vollautomat hier angeschlossen wird und Martin drückt drauf auf einen kleinen Cappuccino, ey. Was war das? Eine Zitronenhälfte, glaube ich, sowieso nur auspressen, ne? Schön erstmal die Finger überprüfen, ob man sich vielleicht doch nochmal einen Cut geholt hat am Wochenende. Zack. Ich habe eine Siebträgermaschine, aber ich nutze die nie. Keine Lust. Krass. Ich darf keinen Kaffee mehr. Manchmal ist es gut. Also ich habe auch so mindestens einmal im Jahr, was auch viel zu wenig ist, mache ich so eine kaffeefreie Zeit. Oder auch koffeinfreie Zeit generell. Ich finde, das tut auch mal ganz gut. Da hat man zwar, wenn man viel Koffein konsumiert in irgendeiner Form, echt crazy beschissene Laune für so 2-3 Tagen. Tage, so rum. Aber... irgendwie tut das manchmal auch ganz gut. Also dann umzuswitchen auf Tee. Ich wünsche mir immer, ich hätte so ein bisschen mehr so eine ESO-Ader in mir. Dass ich auch irgendwie sagen würde, Tee tut meinem Geist gut. Und deswegen kann ich dann immer zum Tee rumkommen. Aber irgendwie, das ist wie Kaffee am Morgen ist so ein bisschen wie die Romantisierung von Leuten, die in so geschlossenen Bibliotheken rauchen. Wisst ihr, was ich meine? Beides irgendwie nicht so geil. Aber irgendwie ist dann bei mir immer so ein Filmfilter darüber gezogen, dass ich mir denke, nee, das ist cool, das ist super. Aber es ist genau das Gegenteil davon. So ein Kaffee, es regnet, du sitzt in so einem Wintergarten, alles ist so ein bisschen grün, du hast voll die schöne Luft, so, ne? Ist so ein bisschen warm, aber draußen ist super kalt oder es schneit dabei und so ein Kaffee dampft so. Und alles ist irgendwie okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auch nicht, warum das so ein bisschen Hang zur Romantik oder so in mir drin anscheinend. Es ist genau wie gesagt, wenn irgendwie so mintgrüne Wände
alte Holzbücherregale, große Ledersessel und dann raucht so jemand in einem Raum, finde ich, also es gibt nichts Ästhetischeres. Also es ist wirklich, es ist ganz schlimm. Wenn ich das sehe, denke ich mir so, ja, verliebt in die Szene. So, also es ist wirklich, es ist einfach nur leider, leider zu schön. Ich finde auch schade, weil es so viel Geselliges hat. Egal, wo man hinkommt, man bekommt Kaffee angeboten, dann ist immer, nee, danke. Ja, also ich finde, man kann dem auch nur so entweichen, wenn man sagt, ach, habt ihr auch einen Tee? So auf die Frage, willst du Kaffee? Dann ist so, hast du Tee? Weil jeder hat irgendwo noch Tee rumliegen. Die Leute, die dich fragen, willst du einen Kaffee, sind die Leute, die keinen Tee haben eigentlich, aber die haben immer Tee rumliegen. So alten Tee. So Teekanne umgekippt in der Schublade, zwei Dinger sind da so raus und dann ist man so, fuck, Alter, ich habe nur so Kräuter, Früchte. Früchterotz. Weil die Leute, die Tee haben, sagen, willst du einen Kaffee, einen Tee? Ne? Das sind die Leute, die auch Tee im Haus haben. Und dann kann man auch immer gut escapen. Bin das erste Mal hier, wann ist Sturmwaffel immer live? Montags und freitags von ab 9, am Mittwoch ab 18 Uhr und donnerstags machen wir, wenn wir da sind, live Podcast. Die letzten drei Wochen nicht passiert. Diesen Donnerstag ist wieder Podcast. Ich, Schelm, habe vergessen, den Streamplan zu posten. Das hat Annika nicht mehr hinbekommen. Die hat es aber fertig gemacht. Habe ich aber vergessen. Lul. Nicht aufgeschrieben. Weg. Und dann, ja. Das sind die Zeiten. Ich glaube, am Donnerstag um 13 Uhr oder 14 Uhr oder so machen wir Podcast live wieder mal. Also diese Woche wird viel gestreamt. Ich mag weder Kaffee noch Tee. Kaba. Was war Kaba? So ein Kaffeeersatz, oder? Kakao? Kakao. Kakao. So, Frischkäse, 250 Gramm war das. Ist das eine ganze Packung? Das sind 300. Drauf geschissen, oder? Also wirklich, ich lasse jetzt nicht nur 50 Gramm Frischkäse in so einer Verpackung übrig. Wirklich ganz ehrlich. Zack. Wenn ich früher bei Freunden übernachtet habe, wurde ich komisch angeschaut, wenn ich gesagt habe, ich trinke Wasser zum Frühstück. Aber ist doch voll gut. Apropos, ich habe heute auch noch kein Wasser getrunken. Meine ganzen guten Rituale vom Januar und Februar sind wirklich mit diesem absoluten Chaos-März vollkommen zunichte gemacht worden. Ey, es ist wirklich, Reisen ist so geil, ne? Also Reisen ist wirklich schön und unterwegs sein ist auch toll und neue Dinge zu erleben ist super und man bildet sich weiter. Aber jegliche Form von ritualhaftem Leben, sowas wie ich stehe morgens auf, trinke erstmal Wasser, mache dann Sport, guck, dass ich ein gesundes Frühstück in mich reinzimmer und schaue, dass ich zeitig und nicht zu spät nochmal esse. Das sind so einfach ganz leichte Leitsätze, die so meinen Januar und Februar geprägt haben. Alle weg, wenn nicht einmal so viele unterwegs sind. Es funktioniert nichts mehr, weil alles ist nur noch hier, dann fangen wir um 7 an, dann stehen wir da um 8 auf, dann ist bis 4 Uhr morgens irgendwie sonst was dann rund um unterwegs und dann funktioniert nichts mehr davon. Es ist wirklich, so du tauscht so gesund, ritualisiert Leben, der Körper kommt klar aus gegen was Neues erleben. Es ist wirklich ein schlechter Trade eigentlich. Oder eigentlich gleichwertig, aber es macht mich auch kirre, muss ich sagen, auf Dauer. Da ist Wasser. Weil nach wie vor, morgens zwei große Gläser lauwarmes Wasser, boah, ey, tausendmal geiler als Kaffee. Also schmeckt nicht so gut, safe, aber ihr kommt ganz anders in den Tag. Also wirklich ganz anders in den Tag. So, Frischkäse jetzt. Meine Fresse, Alter, brauche ich lange heute. Das ist ja wirklich der alte Mann. Der alte Mann. So. Geiler frischer Saft zum Frühstück. Ein guter Saft. Mit Zitrone am besten. Geht auch. Zitrone, Minze. Am Morgen. Direkt die Shisha. So. Machen wir das hier. Dann haben wir das auch alles benutzt. Wichtig und richtig. Dann zwei Teelöffel Zitronensaft sogar. Teelöffel. Krieg ich hin jetzt. Ich bin voll im Game. Teelöffel Zitronensaft. Eins. Zwei. Hab gemacht. Salz, Pfeffer und ein Spritzer Worcestershire-Soße. Okay. Pfeffern. Spritzer. Das warme Wasser mit einem Spritzer Zitrone. Ja, nicht in den Kaffee. Beste Frühstück ist erstmal kiffen, dann Kaffee mit Rum und ein kleines Bier. So geht's los, ja. Und dann wird sich schön achtarmig an der reingeorgelt. Aber richtig. So.
Und dann das Ganze glatt rühren. Da weißt du schon, das sind auf jeden Fall Leute, die so ein Rezept runterschreiben, wenn sie das im Wort glatt rühren benutzen, die so fancy kochen können. Die machen so pochierte Sachen. Geiler Saft zum Frühstück. So gehört sich das. So, komm, einmal hier. Ich muss das glatt rühren. Hab's glatt gerührt. So, um euch jetzt richtig zu beschäftigen, damit ich bestimmt auch noch irgendwas anderes schneiden muss, ich schau mal, was Schritt 2 ist. Lachs in feine Würfel schneiden, unter den Käse heben und kalt stellen. Okay, hier erstmal eine der 5 Fragen. Seid ihr Bescheid? Seid ihr Bescheid? Was? Seid ihr bescheuert? So, Frage Nummer 1 für heute. Shoutout geht raus nach wie vor an Thomas Maria Schmidt und Felix von Lobrecht für dieses Finden der Fragen, die ich mir einfach mies snatche seit 2 Wochen. Frage Nummer 1, Chat, seid ihr bereit? Welchen Traum wirst du dir nie erfüllen? Was werdet ihr wirklich niemals machen und schaffen? Ist auch mal schön, so, das ist so ein richtiger Start in so einem Montag. Das ist auch eine Frage, die möchte man am frühen Morgen gestellt bekommen von irgendeinem Hi-Opi aus dem Internet. Ah. Ich überlege gerade, was ist denn bei mir? Haben wir schon ganz schön viel erfüllt. Was werde ich mir nie erfüllen können? Nach Island zu ziehen. Warum ist das unmöglich? Durch ehrliche Arbeit reich werden. Ja, ist schwer. Mein Hobby zum Beruf machen. Der Name ist Schaffelmaus. Ist Schaffeln dein Hobby? Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, das so als Beruf zu machen. Was macht man? Dass man dann so Schaffel... Dass man so Shuffle-Leute irgendwie, also wird man zum Shuffeln eingeladen, Kindergeburtstag oder so, weiß ich nicht. Es geht ums Zocken. Ja, okay, aber Zocken geht ja. Ich kann ja auch nicht zocken und hab's zu meinem Beruf gemacht. Blumen am Leben zu halten. Ich glaube, das ist auch ein Traum, den ich mir nie erfüllen werde. Obwohl, ich habe schon Blumen, die jetzt ein Jahr leben. Ich weiß auch nicht genau, wie es geht, aber es funktioniert. Ich glaube, irgendwann muss man die jetzt umtopfen, aber weiß ich nicht. Hast du einen Traum, Louis, den du dir nie erfüllen kannst oder wirst? Oder ich wollte gerade sagen, Louis ist sehr optimistisch immer. Das ist sehr gut, das ist sehr positiv. Der glaubt daran. Der glaubt an die Träume. Und das ist auch das, was ihr tun solltet. Ihr solltet euch mal ein Beispiel an Louis nehmen, sage ich. Plant-Care-Zeit. Profi-E-Sportler. Und warum ist das eigentlich mehr realistischer? Also, das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir auch nicht mehr erfülle. Obwohl, es ist ja nicht mal mein Traum. Also, ich wäre nicht gerne Profi-E-Sportler geworden, weil ich, also, ja, ein paar nur kennenlernen dürfen. Und man kann ja online immer in die Allteilige reingucken. Ich glaube, es ist auch viel geiler angepriesen, als es dann in echt ist. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon trotzdem ein cooler Beruf. Aber, glaube ich, immer noch ein heftiger Markt, um da am Start zu sein. Kuchen zu backen, wie auf dem Rezeptfoto. Das machst du nicht mehr. Thema wird nicht funktionieren. So, zack. Und hock. Zack. Den klein machen und da rein, ne? Klein machen und da rein, warte mal. Schauen wir das nochmal an hier. Sehr feine Würfel und unter den Käse heben. Alles gut. Das wird sozusagen der Aufstrich. Mann, jetzt habe ich schon wieder reingepackt. Ich bin wirklich, zu blöd. Hey, hier steht ja noch unser Sekt von Freitag. Lecker. Danke. Ein Sticker genau auf den vorgesehenen Lego-Stein kleben. Ihr kramt aber auch aus jetzt aus der letzten Ecke. Jeder hat seine Nische, Bruder. Schau, wir gucken auch alle. Jetzt ist alles weg. Hier einfach. Schauen, wir gucken auch alle hier zu, einfach probieren mit Streamen, nicht vorher investieren. Ja. Ja, machen ist das Zauberwort bei all diesen Sachen. Deswegen fällt es mir auch schwer, glaube ich, was wirklich Realistisches davon mitzunehmen, weil wenn ich eine Sache in den letzten Jahren gelernt habe, dann ist es halt einfach was zu machen.
Und das wird halt oft schief gehen. Und da haben irgendwie Leute sehr viel mehr Angst vor, als ich mir immer so denke. Also wenn es so an finanzielle Risiken gepaart ist, dann kann ich das so verstehen. Also dann verstehe ich die Angst. Aber oftmals sind auch einfach Sachen lostreten und Sachen machen nicht unbedingt immer an eine riesige Finanzleistung gekoppelt, wenn man sich in irgendeine Richtung entwickeln will. Weil es gibt dann immer Mittel und Wege, gerade wenn man was im Internet machen will oder so. Ist das alles irgendwie machbar? Also ich habe mir damals auch irgendwie in dem nächstgelegenen Musikstore mit meinem Schrottrechner ein USB-Mikrofon für 30 Euro gekauft, was ich die ersten, ich glaube, 2 Jahre, als ich YouTube-Videos gemacht habe, benutzt habe. Ich habe mir, jetzt glaube ich verjährt, ich habe mir illegal Fraps runtergeladen, um dann damit Videos zu machen. Und hatte einen zweiten Bildschirm dann für so Aufnahmen überprüfen, mir geklaut von meinem großen Bruder, der aber den auch nicht mehr benutzt hatte, weil der bei uns irgendwo im Keller in der Ecke stand, damit ich einen zweiten Bildschirm habe. Also hat auch funktioniert, ne? Also damit waren zumindest die ersten paar tausend Abonnenten nach 2 Jahren irgendwie da. Also das hat auch geklappt. Weißt du eigentlich, ob dein Ostmann-Bolo-Gewürz auch in einem Laden es irgendwo gibt? Hab inzwischen in mehreren bei uns in der Nähe geschaut und es gibt es leider nicht. Also wir waren ja auf der Edeka Südwest, ne? Also da sind die Edeka-Märkte, die Einkäufer, die für die Edeka-Märkte die Produkte einkaufen und vor allem Neuheiten und sowas, ne? Und sich das da angucken können. Und da hatte ich einen Stand, wo ich mit dem Gewürz von den Freuds und meinem Gewürz da war, also auch dem Bolo-Gewürz. Und es haben diverse Edekas das Gewürz eingekauft. Das heißt, im Süden und im Westen von Schland bis dato gibt es zumindest kleinere Aufsteller, also nicht Aufsteller, wo dieser junge Mann hier drauf ist, sondern einfach von Ostmann, wo dann teilweise ein paar Gewürze im Einzelhandel angeboten werden. Wann und wie schnell das geht und wann das der Fall ist, kann ich euch nicht sagen. Habe wirklich keine Ahnung. Genau, gibt es auch einen Vlog zu. Shoutout geht raus an Milka. Ich wusste nicht, dass Annika das drin gelassen hat. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm jetzt. Also, das ist wirklich, also, naja. Aber ja, irgendwo wird jetzt was kommen. Keine Ahnung. Also waren auch Leute, die hier teilweise zugucken oder früher zugeguckt haben, die da eingekauft haben. Sicherlich habe ich da auch ein bisschen was zu verdanken, aber ich bin mal gespannt, wie das im Einzelhandel läuft. Was wir auf jeden Fall machen müssen, und das haben wir auch auf der Messe vor allem festgestellt, weil ich sag mal, die Leute, die da rumgelaufen sind, sind ja jetzt nicht so Leute, die hier zugucken. Wir hier untereinander, da kriege ich ja meistens ehrliches Feedback von euch. Die Beziehung haben wir zueinander aufgebaut, das ist auch gut so. Wenn jemand das scheiße finden würde, sagt er mir Bescheid. So. Oder irgendein Problem da ist, finde ich gut, ist genau richtig. Aber was uns dann untereinander nicht auffällt, ist, wenn Leute mal sich dieses Gewürz hier angucken, haben wir eine Close-Up-Kamera, das da oben maybe oder so? Wenn Leute sich dieses Gewürz hier angucken, ich guck mal, zack. Wenn Leute sich dieses Gewürz hier angucken, wir können sogar noch näher rangehen. Geil. Ne, dann sieht man halt im Regal, jetzt, ja, es ist Bololicious, Bolo in Perfektion steht da drauf und dann ist da eine Sache größer als alles andere. Und das ist vor allem eine Waffel. Und ich kann euch jetzt mal was sagen, was uns hier noch nicht so aufgefallen ist, euch aber maybe, also so das Waffelthema auf ein Bolo-Gewürz drauf zu machen, kann ich euch sagen, die Muttis ab 50 raffen das aber mal so gar nicht. Und deswegen kann ich euch auch sagen, hat das wirklich oftmals einen Abtörner bekommen, weil die Leute gesagt haben, im Einzelhandel kann ich kein Waffelgewürz hinstellen, was aber eigentlich für Bolognese ist, ne? So, ne? Das ist, ja, ist ein klassischer Design-Fail. Was gut war, alle fanden das Produkt sehr gut. Also wir haben ja damit die ganze Zeit eine Bolo gekocht und dann immer wieder ein bisschen nachgewürzt und so und also ausschließlich hiermit. Und alle ausnahmslos fanden die Bolo übertrieben lecker und fanden auch das Gewürz richtig gut. Wir hatten dazu noch Pommes gemacht. Dann haben wir Pommes, also das Alarmstufe Rauch von den Freuds genommen. Und unser Gewürz, das, um halt zu zeigen, dass es halt auch auf Pommes geht. Und ja, das kam gut an, aber die haben es halt nicht verstanden. Und da mussten wir immer erklären, ja, so Internet-Dulli wegen dem Logo. Aber ja, und wir haben dann irgendwann auch dazu gesagt, wir müssen es nochmal... wir müssen es tatsächlich nochmal redesignen. Also, dass hier vorne irgendwie so eine kleine, vielleicht gezeichnete Bolo oder so draufkommt,
und keine Ahnung, das Logo so nach hinten wandert, so gemacht von Hallo und dann irgendwie vielleicht eher meine Fresse oder so auf das Gewürz als sonst noch was, weil das war ja das Gute, also den Leuten hat das immer geschmeckt, mir schmeckt das, ich benutze es super oft für super viele Sachen, ja, vielleicht auch einfach von Sturmwaffel, ja genau, hinten drauf oder so und wir haben dann gesagt, vielleicht machen wir einfach irgendwie meinen Schnauze oder so, mit Made by, ja, dann liest man von hinten, alle sehr dumm dann. Ja, aber keine Ahnung, das war halt, dafür war die Messe wirklich ganz gut, weil ich habe das nie so gesehen, wisst ihr, was ich meine? Weil ich wusste auch nicht, dass die Mission von Ostmann ist, so schnell damit in Einzelhandel zu gehen. Finde ich ja jetzt nicht schlecht, also ich habe nichts dagegen, mit irgendwelchen Produkten im Einzelhandel zu sein. Ich glaube nicht, dass es unbedingt negativ ist. Ist auch nochmal eine wilde Erfahrung auf jeden Fall, wisst ihr, was ich meine? Aber hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, das aus der Perspektive mal zu beleuchten, besonders mit der Gewichtung. Dieses Logo von mir ist größer als der ganze Rest auf den Dingern. Das ist halt wirklich schwierig. Waffeln mit Bolo sehe ich eine Marktlücke. Funktioniert auch, klar. Bolo kannst du überall drauf machen. Finde ich super lieb. Finde ich super. Lieber vor Ort im Laden kaufen, als eine extra Bestellung zu machen. Ja, macht halt Sinn, wenn du jetzt Gewürze kaufst. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mal so einen Rundumschlag kaufst. Ne? Also, wenn du mal auf der Ostmann-Seite unterwegs bist und sagst, hey, ich brauche jetzt nicht nur Pfeffer, Salz, sondern ich mache jetzt mal so ein Spektrum, um mir mal die Gewürzschublade voll zu machen, was halt auch einfach geil ist. Oder hier halt so eine kleine Armada sich aufzustellen, hat man ja auch eine Weile was von. Dann macht auch ein Rabattcode, 10% sind wir, glaube ich, bei Ostmann inzwischen auch. Hightech übrigens auch gerade 10%, ist hoch momentan wegen dem Spring Sale. Aber ja, dann macht es halt auch, dann macht es halt auch richtig Sinn. So. Die Bolo-Waffel, ja. Mhm. Ein großes Thema. Boah, so Lachs am Morgen ist aber auch irgendwie. Heute ist ein Lachstag, also heute habe ich auch Bock drauf. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja kein Riesenfischesser. Also ich probiere gerne und lass mich überzeugen. Aber vom Grundsatz her muss ich immer sagen, bin ich nicht so, bis dato zumindest, der absolut größte Fischfan. Aber manchmal gibt es so Tage, da geht das. Das ist wie so, wenn man im Sommer oder im Frühling schon so diesen einen Tag hat, wo man aufsteht und ist so, heute ist Spargel, heute ist ein Spargeltag. Heute riecht es pipi komisch den ganzen Tag, aber heute ist Spargeltag. Ist wie der Smacks-Hunger. Da hat auch jeder was von. So. Dem Handel geht es dann, geht es halt darum, dass man Produkte direkt im Regal identifizieren kann. Nur dann verkauft sich besser, es suchen nicht alle Kunden nach speziellen Produkten. Voll. Wir machen Kartoffelwaffen. Waffeln, oh je, Alter. Sloppy Joe ähnlich. Das hört sich ganz schön zu wild an. So, rühren wir mal ganz kurz hier noch den Lachs in den Frischkäse. Oder einmal unterrühren, das war ja auch genauso angedacht. Man soll das Ganze wieder in den Kühli. Sehr gut. Ich tue es in den Kühlschrank so lange. Pizzagewürz, wann? Kannst du auch benutzen für mein jetziges. Das Bolo-Ding geht auch für die Würzung deiner Pizzasoße. Würde ich ganz klar so unterschreiben. Das funktioniert 100%. Gurke waschen, putzen, schälen, längs in dünne Scheiben schneiden. Hä? Wie soll man das schneiden? Okay, wow, das habe ich noch nie so gemacht. Das hätte ich auch nicht so gemacht, aber ich bin offen für was Neues. So habe ich ja noch nie Gurken geschnitten, aber zum Glück habe ich Gurkenmeister Louis hier. Bitte? Ja, ne? Längs schneiden? Was? Schälen? Hä? Ich dachte, ich muss jetzt hier. Bitte? Ja, ich finde es auch nicht okay. Ich sag's dir, wie es ist. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde es nicht okay, ich finde es nicht gut. Bei Edeka kann man nur jeweils im Markt mal anfragen, ob sie Gewürze bestellen können. Da es ja selbstständige Kaufleute sind, können sie auch eigenständig Bestellungen machen. Mit anderen Produkten habe ich bei unserem Edeka auch schon mal gemacht. Wirklich? Das ist ja crazy. Ja, dann geht mal alle zu eurem Edeka und sagt, ihr wollt ein Waffelbolo-Gewürz. Das ist der Plan. Ich muss die Gurke waschen. Zum Glück
Ist das nicht auf Kamera? Das ist mal ein bisschen komisch, wenn ich mit dem Rücken dazu stehe. Alles gut, bin nur die Gurke am Waschen. So, Gurke ist gewaschen. Dann, ich bin Edeka-Mitarbeiter, das geht tatsächlich. Also, diese Woche, ich möchte das von euch allen, die hier zugucken. Ihr geht zu eurem lokalen Edeka und fragt, ob die ein Waffelgewürz kaufen können von Ostmann. Bololicious. Bololicious von Ostmann kaufen, weil die sind jetzt in diesem komischen Verkaufsregister, müssten die gelistet sein. Gibt's hier keine Edeka-Einkäufer? Wie Werbung? Was für. Ach oh Mann, jetzt kam eine Werbung. Ach, das ist so ein Schrott, ey. Das System ist wirklich einfach Quatsch hier. So, also. Ich probiere das jetzt so zu machen. Ist das gleich lang? Das ist gleich lang. Also, Gurke waschen, putzen, schälen. Längs in dünne Scheiben schneiden. Gurkenscheiben in eine Schüssel geben und leicht salzen, 10 Minuten ziehen lassen, das angesammelte Wasser abgießen. Okay, also ich muss jetzt so machen. Ich glaube, das zählt als Schale, das soll nicht verwendet werden. Aber mache ich jetzt erstmal die Schale überall ab und dann runter? Weil hier steht ja auch schälen. Ja. Ich glaube, ich muss die einmal komplett schälen und kann dann die Scheiben und soll dann so Längsscheiben daraus machen. Ich finde das ganz komisch. Tut mir leid, Louis, dass du das erleben musst. Das ist in Ordnung. Okay, wow. Nicht gedacht, dass du bei Gurken so kulant bist. Bei dem bisschen Wasser, was in eine grüne Form gepresst wurde von der Natur. So, na dann, ne? Einmal. Oh Gott, ist das am Spritzen, ey. Machst du so privat für dich auch schon mal Gurken? Du findest das schrecklich. War nicht gerade noch alles okay damit? Warum? Das ist eine geile Flöte, Alter. Ist doch gut. Ich lass mal so auf Halbzeit, damit man diesen Schrecken die ganze Zeit noch ertragen muss, weil das wird für mich und für uns jetzt gerade erstmal reichen. So, das kommt. Die Gurkenscheiben kommen jetzt in so einen Behälter hier. Zack. Das geht denn hier ab, ey. Da hat wieder oben einer geschissen. Wir haben hier immer so eine Leitung, da knallt das immer mal. Ich sag aber fest, das ist nur, wenn jemand ordentlich reinkackert. Das sind Gurkenlampen, keine Scheiben. Was für Lampen? So, Gurke waschen, putzen, schälen, dann in eine Schüssel geben und leicht salzen. Machen wir das mal. Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, los geht's. Also das soll man ja so machen, kann ich ja nichts für. Minze waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen, hacken. Mhm. Okay, also das können wir auch schon machen. Lassen wir das mal kurz hier und dann kümmern wir uns mal kurz um die Minze. Aber keine Sorge. Boah, Minze ist auch so geil, ne? Wenn ich irgendwann mal in meiner Lebzeit das hinkriegen sollte, irgendwie so was so an Garten zu haben. Vielleicht kriegen wir ja im neuen Büro mal so ein Hochbeet hin. Annika meint ja, die hätte da Bock drauf. Da kann man doch jetzt so richtig cool mit Schwung eine Scheibe werfen. Ja, das klatscht auf jeden Fall. Aber, also, dann will ich auf jeden Fall Minze haben. Das ist, glaube ich, irgendwie was, was wichtig ist für mich und mein Leben. Ich habe das Gefühl, das brauche ich noch. Weißt du, was ich meine? So, Hochbeet mit Minze. Good time. Frische Kräuter. Aber ich glaube, das wächst schnell, ne? Es ist so, wie wenn man Hühner hat, dann denkt man sich auch die erste Woche, geil, frische Eier. Und danach wird man so ein unangenehmer Mensch, der Leuten immer so Eier schenkt, damit die weg sind und nicht irgendwie du so viel Eier weghauen musst. Mit Schwung eine Scheibe auch noch werfen. Oh je. Oh je. So. Frische Minzblätter. Boah, daraus ein Tee, ne? Das ist es dann doch. Keine Show. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das Meme ist alt, Leute. Wir dürfen nicht mehr. Thema ist durch. Der komische Dude da ist wieder komisch zum Glück und nicht mehr so im Hype. So, zack, 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 das muss man klar. Freddy noch, ja. Freddy,
Freddy ist am Start. Ich habe schon gesehen, der macht irgendwelche wilden Auftritte. Ich habe auch Revi da gesehen vor ein, zwei Wochen in irgendeinem Hangout mit dem. Revi sowieso wieder da, wo die Musik spielt, direkt irgendwie dabei. Keiner versteht, warum Revi da ist, aber er ist dann wieder da. So. Zweite Frage aber in der Zwischenzeit. Oh, schwere Frage. Ui, schwere Frage. Ich stelle sie euch. Ich bin gespannt. Verdient ihr gut in eurem Job? Nicht antworten, Luis, nein. Lieber die Frage, wie nochmal das... Ja, nee, passt schon. Also, ja, das ist jetzt die Frage. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand darauf ja antwortet. Ach, tatsächlich jemand. Ich bin Erzieherin, also nein. Ich würde sagen ja, also keine Ahnung, wie man das definiert. Ich glaube, indem man mit dem, was man hat, selbst zufrieden ist, würde ich sagen, oder? Das ist die Definitionsgrenze. Für meinen Job verdiene ich gut. Interessant wäre vielleicht noch dazu zu schreiben, was sie vielleicht macht. Also wenn jemand sagt, ich bin Erzieherin, deswegen nein, aber ein anderer Erzieher schreibt, ja, finde ich schon. Ich bin arbeitslos, also welcher Job? Handwerker geht, ja. Ein Koch für den Job, ja, aber ist zu wenig im Vergleich zu anderen Jobs. IT-Consultant, ui, das ist, das glaube ich, ja. IT-Leuten, denen geht's meistens gut. Nicht immer, meistens aber. Software-Consultant, sag mal, wir gucken hier alles zu. Ich brauche Webseiten, ich habe 10 Euro. Softwareentwickler, verdiene durchschnittlich, mir reicht's. Und ich glaube, das definiert ja auch jeder anders, ne? Also, ich glaube, nicht jeder würde sagen, dass eine gewisse Gehaltszahl immer das ist, was einen glücklich macht oder halt nicht glücklich. Ich glaube, kommt auch viel auf die eigenen Ansprüche an. Wenn man jetzt nur alleine ist zum Beispiel und keine Familie hat und Kinder, ist da sicherlich der Satz ein anderer als bei anderen. Toll siehst du heute aus. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Upp. Fotograf kommt auf die Auftragslage an. Ja, selbstständig ist sowieso immer so das Thema, ne? Kann halt insane sein, also kann halt übertrieben gut laufen und dann ist halt wieder monatelang Stillstand. Ich kriege das auch immer mit. Also ich habe ja das Glück, ich bin ja selbstständig, aber ich kann ja immer produzieren, weil sozusagen ihr seid ja meine Auftraggeber, ne? Also ihr guckt zu und dann findet ihr das gut oder schlecht, was man macht. Und ihr müsst sogar nichts dafür bezahlen. Also per se, es ist das beste Vehikel, was man da so haben kann. Aber wenn du das so machst für andere, und ich kenne jetzt auch super viele Leute, mache das jetzt ja dann, also wie gesagt, ich habe noch, ich glaube, boah, es sind noch 11, nee, warte mal, wie viele Monate der März? 31? 28, 29, 30, 31? Es sind noch 15 Tage, dann ist mein Kanal 10 Jahre alt. Wir haben nichts vorbereitet. Also, das muss ich mal ganz kurz dazu sagen, es ist überhaupt nichts vorbereitet. Also, nicht, dass jemand denkt, es kommt was, aber es ist wirklich nichts vorbereitet. Also, gar nicht. Also, kommt auch nichts mehr. Wir sind gerade von 7 Wochen Krankheit, Zwischenfälle, privater Wohnungseinbruch, also Vollterror, kommen wir gerade zurück. So, jetzt ist die erste, hoffentlich normalere Woche. Bis dato zumindest. Keine Ahnung, ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht, dass man da groß was hinbekommt. Ich bin ein Auftraggeber, arbeite schneller, muss Deadline eingehalten werden. Nee, aber also das, was ich sagen wollte, ist halt, ich kenne halt super viele, die selbstständig sind und es ist schon bei uns in dem Markt, so Social-Media-Sachen, Livestream-Produktion oder Videoproduktion, es ist schon ein harter Markt, ne? Also wenn du da keine festen Leute hast, mit denen du arbeitest, ist es schon heavy, deswegen sind die meisten Leute auch so nicht Freelancer und bei den meisten Leuten festangestellt. Es gibt auch inzwischen andere Modelle, aber ja, ich sag mal, bei mir wäre es auch so, ich kann auch ganz schlecht mit Freelancern arbeiten, weil die Leute, die hier jetzt um mich rum sind, Luis ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr da, manchmal ist es so wirr und wild, was schnell irgendwie passieren muss, dass es halt echt schwierig wäre, mit Externen da groß zu arbeiten, also zumindest in Produktion und Planung, in der Postproduktion ist immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn man halt durchgehend erreichbar ist, aber selbst da, manchmal müssen halt Sachen irgendwie schnell geändert werden und raus, ist es dann immer einfacher, wenn man es in-house hat, aber es ist ein wilder Bereich. Also es gibt Leute, das habe ich in den letzten Jahren verfolgt, die wirklich dann sagen, ja, ich habe jetzt 4 Monate lang, hatten wir keinen einzigen Job und wir haben nur das Nötigste irgendwie immer hinbekommen mit so 2, 3 Mini-Sachen, wo man schon auf Leute zugehen musste und sagen musste, hey, uns geht's gerade nicht gut, können wir
uns da einklinken. Also das habe ich schon gesehen, bis hin zu 6 Monate nicht mehr geschlafen, aber Geld aus der Hölle. So, ne? Also vollkommen überladen an Kohle, also was ja positiv ist, gemacht. Also es ist wirklich ein großes wechselndes Hin und Her. Aber über Corona haben da auch alle gelitten, weil Marketing und Werbebudgets sind direkt weg. Ich liebe dein Hängeregal im Hintergrund. Wo finde ich das? Das hier, das hat ein Schreiner gemacht. Genau wie die Küche. Gibt's nicht. Also kannst du dir so nachbasteln lassen. Unterstütze das Handwerk. Aber ist teuer. Aber wenn du gute Leute hast, dann ist gut. Und das ist was, was Spaß macht und was halt lange hält. Wäre geil, wenn es jetzt runterfällt, ne? Also es war wirklich gerade, ich dachte mir so, oh je. Aber naja. Hast du das nicht selbst aufgebaut? Nö, also ich glaube, Küche Umbau 3.0 heißt der Vlog. Da haben wir die Schreiner gezeigt, wie die das Regal installiert haben. Wir haben ja die Ursprungsküche, die deutlich kleiner ist als die hier, haben wir 3-mal umgebaut oder 4-mal umgebaut. Ich glaube, es gibt aber 3 Videos so gefühlt davon, wo das alles noch festgehalten ist. Ja. Lokführer in der Schweiz, verdiene ganz gut, ich bin zufrieden, aber Schlafrhythmus ist nicht mehr vorhanden. Oh ja, Pain, ey. Lokführer, schwierig. Schwierig. Wer ist auf dem Bild? Des Paluten. Das ist mein Gott. Habt ihr das nicht? Ihr braucht immer einen, ihr braucht ein Vorbild. Das ist der Meister. So viel Bratfett hängt an diesem Bild, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist wirklich ekelhaft. Das ist wie so eine Beschichtung da drauf. Das ist ganz, ganz widerlich. Das ist wirklich Substanz. Also es fühlt sich an wie seine echte Haut. Genau, auf dem Bild ist der andere von Sturmwaffel. Braucht man immer. Braucht man immer. Ich bin der andere von Paluten, das ist der andere von Sturmwaffel. Das ist ganz wichtig. Erinnere mich an die Zeit von Lucky Block Battles, da war ich 16 oder 17. Gute Zeit, oder? Gute Zeit. Wie wäre es mit Säubern? Die Küche? Ja, kann man machen, ne? Dann wäre man schneller. Aber das wäre ja dann auch nicht mein Stream. Ich säuber jetzt mal. Ich schieb's aus dem Bild einfach, guck. Weil wer denkt, hier wäre die Küche zu Ende? Ihr habt euch getäuscht. Hier geht's noch viel weiter. So. Es ist gesäubert. Nur noch die Essentials sind hier. Oh, warte, die Tasse. Ich gehe mal kurz weiter. So. Deswegen auch nur die große Küche, damit ich Sachen aus dem Bild schieben kann. Ihr wisst gar nicht, wie oft das passiert, ne? Es ist wirklich, man sieht es in der Reflexion. Scheiße. So, aufgeräumt. Aufgeräumt. Zack. Aufgeräumt. Habt ihr schon einen Termin für den Umzug? Ich bin richtig gespannt auf das neue Büro. Es kann sein, dass das Ende April jetzt sein wird. Da muss ich nochmal mit allen drüber quatschen. Da waren jetzt viele Themen. Also jetzt kommen ganz viele Themen. Also die nächste Zeit wird ganz schön dolly spannend, kann ich euch sagen. Aber ja, das war gut. Und ich dachte, ich wäre faul. Hey, bin ich faul? Bin ich faul? Ja. Gucken wir mal. Minze waschen. Achso, ja. Erstmal das Wasser abgießen von den Gurken. Ist da Wasser rausgekommen? Ist ja kaum Wasser rausgekommen. Bisschen. Naja. Aber irgendwie jetzt. Dachte, da kommt mehr. Aber war es nicht. So. Gurken. Da soll die Minze rein. Ich glaube, man toastet das Brot nicht. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge. Einmal so. Und einmal so. Minze so. Schön mit der Klinge mal über das Brett, damit es schön stumpf wird. Positiv, ihr könnt euch nicht mehr schneiden. Arbeite klug, nicht hart. Richtig. Sonst geht es ja nicht weiter. Stell dir vor, du würdest nur hart arbeiten die ganze Zeit. Du kommst halt keinen Schritt voran. So. Also. Den Rand sogar noch entfernen. Also ich halte mich ans Rezept, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich halte mich ans Rezept. Brotstreiben, Frischkäse bestreichen. Okay, also wir nehmen den Vollkorntoastbrot. Freddy ist nicht faul, sondern nur gemütlich. Easy. Woher hast du eigentlich die Rezepte? Ach, die sucht Annika raus. Also Annika ist hier die Livestream-Beauftragte, wo wir schon dabei sind. Wir machen jetzt erstmal eins, würde ich sagen, ne? So, dann hab ich auch das Essen, so wie es sich gehört. Zack. Gucken wir mal. Easy.
die Frischkäse-Lachs-Mischung. Oh. Sehr gut. Genau in den Gurkensaft gelegt. Ich mache das mal vielleicht auf den Teller. Och, Manu. Seh. Ach komm, wir haben doch die schönen. Wir haben doch die schönen Teller jetzt. Warum dann immer? Da machen wir doch keinen Umweg hier. Zack. So. Denn schon, ne? So und so. In den drei letzten Videos meintest du was mit dem Einbruch in die Wohnung. Was ist rausgekommen? Achso, ja, in meine Wohnung wurde eingebrochen. Also in die Wohnung von Clara und mir, ja. Also, ist ungeil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist einfach ungeil. Ja. Ansonsten irgendwas. Wir probieren, dass es normal wird. Mal gucken, wann es das wird. Was wird, ist, glaube ich, die richtige Antwort von Louis darauf. Muss man auf eine Seite nur oder wollen die, dass man beide Seiten bestreicht? Ach, dann wirklich so. Ah, nee. Restliche Brotscheibe als Deckel auflegen und Frischkäse nach unten. Gut andrücken. Was? Man soll das 30 Minuten in Klarsichtfolie wickeln. Seid ihr bekifft? Das ist doch einfach nur noch Unsinn ab irgendeinem Punkt. Also ich verstehe es auch nicht mehr, bin ich ehrlich. Wie soll man das denn eigentlich vermengen? Ich gehe jetzt einfach mit der Hand rein. Das ist doch weird. Minzgurke. Richtig unnötig und nervig. Ach ja. Vielleicht wäre mal eine Motivtorte backen am Start, ja. So, was? Digga Regie? Was ist denn? Was passiert? Da war Digga Regie? Hat jemand geschrieben, was passiert? Was muss die Regie machen? Was, die Regie fragt auch, was sie machen muss. Ich weiß auch nicht, was sie machen muss. Ich bleib einfach mal so stehen. Müssen wir es wissen. Was passiert? Ich hab die Vorlesung nebenbei auf. Okay, war für die andere Regie. Okay, sehr gut. Kein Stress. Keine Show. Wo ist die Regie, Digga? Ich war auch gerade irritiert. Ich dachte mir so, hör, was hat er gemacht? Doch gar nichts gemacht. So. Ja, ich wollte gerade sagen, die falscher Chat, Leute. Digga, Regie, erstmal in der Uni so reinschreiben. Hä? Was passiert jetzt? Digga, Regie. Hast du Regie gemacht? Für deinen eigenen Kurzfilm. Wie heißt dein Kurzfilm? Sorry, jetzt habe ich genau dann das Waschbecken angemacht. Tut mir leid, ja. Wie dein Kurzfilm heißt, will ich nicht wissen. Okay. Wie hieß denn einer? Das Leben als Schuldner hieß einer. Hast du ein Mikro nicht da? Kannst du dich der aktivieren? Weil ich habe immer das Gefühl, ich möchte immer alles dingsen. Jetzt hört es mich, glaube ich, auch. Ja, genau. So, easy. Okay. Das Leben als Schuldner habe ich damals als Film gemacht. Kann man das irgendwo online sehen? Nee, online nicht. Ich habe es zu Hause auf der Festplatte. Auf der Festplatte? Ja, ich kann es mal mitbringen. Wenn ihr bei Louis einbrecht, dann wisst ihr, die Festplatte ist es. Die Festplatte. Eine von den 15 Stück. 15? Was auf den anderen? Ist eine noch so eine LAN-Party-Festplatte, wo Pornos in dem Ordner sind? Na, Pornos nicht, aber Games ganz viele. Games, ja. Strong aber in einem Unterordner? Crusader. In einem Unterordner filmt man vielleicht trotzdem mal was. Die Pornos nicht, aber dafür so illegal runtergeladene Folgen von Scrubs. Und ja, die habe ich auch noch. Festplatte habe ich auch noch. Besonders Scrubs wurden so crazy gedownloadet. Mann, ey, ich habe meine Scrubs-Folgen auch so oft geteilt. Und ich schreibe gerade an einem neuen Kurzfilm. An einem neuen Kurzfilm schreibst du gerade. Du machst so viele Sachen immer gleichzeitig, Louis. Ja, das ist auch ein kleines Problem. Ich mach mir wirklich Sorgen manchmal. So, das muss ich jetzt da andrücken. So, zack. Ja, das ist es halt schon, ne? Also, jetzt sollte man das fest wickeln, keine Ahnung warum. Und dann ist fertig. Das ist wirklich ein sehr unsatisfying Sandwich, bin ich ehrlich. Wenn du einen Preis für YouTube Best Newcomer vergeben dürftest, an wen? Pff. YouTuber ist wirklich schwer. Ich hätte jemanden. Ja, wen hättest du? How to be Human, der Bruder von Max Trimax. Der startet mit seinem Kanal ganz gut durch, finde ich. Und ist geiler Content. Hm. So Aufklärungssachen.
Weil die anderen sind ja größtenteils immer Streamer, die würde ich jetzt nicht unter YouTube zählen, so wie Hugo, weil der ist jetzt momentan Stream, Twitch-Newcomer, würde ich sagen. Ja. Obwohl er jetzt auch kein Newcomer ist, den gibt es ja auch schon seit Jahren. Nee, Hugo gibt es auch seit Jahren, der startet jetzt halt nur durch. Das sind halt immer so diese Hype-Phasen, die sind halt echt sehr crazy, aber Hugo ist auch gerade irgendwie überall. Ich sehe die ganze Zeit nur Zusammenschnitte von Kevins Trip hier, dann irgendwie bei Nova, so, wo der Nova die ganze Zeit Mami nennt, dann hängt er, glaube ich, gerade bei Stegi rum und ist in diesem Turnier am Start. Das ist also, und bei diesem Trimax-Event, das ist richtig crazy. Der Bruder von ihm auch streamt und der schaut genau gleich aus. Der crazy. Bruder von Hugo, der ist Tobi. Hä? Ja. 1:1 komplett gleiche Aussehen. Ich bin wirklich zu wenig drin, muss ich sagen. Also ich bin fasziniert. Ich hatte ja auch schon einige Male, auch in der Vergangenheit, mit Stegi und Hugo die Ehre. Es waren lustige Abende. Ich glaube, die Stream-Zusammenschnitte gibt es aber, oder den Stream gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mein Fußball-Event war es auch sehr nett, muss man sagen. Also Grüße. Du kommst aus Mönchengladbach, krass, so klein ist die Welt. Ja, und wir ziehen dieses Jahr wieder nach Mönchengladbach sogar. Sogar in 4 bis 5 Wochen so um den Dreh ziehen wir nach Mönchengladbach. Hey, warum würde man das denn machen? Genau. Boah, ich glaube, das muss ich wirklich, wenn wir so das Kickoff-Video machen, so zum Umzug, ist, glaube ich, das, was ich als erstes in diesem Video beantworte, sind so alle W-Fragen. So, also warum vor allem? Ich glaube, das Warum wird die meisten Leute, gerade auf dem YouTube-Kanal, mit euch habe ich es schon ein paar Mal besprochen hier auf Twitch, aber so, ich glaube, auf YouTube werden die Leute komplett eskalieren, weil ein paar haben das, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, was da jetzt passiert die nächsten Wochen. Aber ja, also warum ist so relativ einfach zu erklären? Für uns alle, wohlgemerkt. Ja, also es ist wirklich Kohle sparen für alle, plus man ist trotzdem halt noch hier in der Ecke. Also wenn wir jetzt irgendwo nach Hessen gezogen wären, wäre ein bisschen weird gewesen, aber naja. Ganz viele Videos zum Einrichten vom Büro. Yes, meine Planung bis dato ist folgende, auch um uns ein bisschen zu entlasten, weil wir werden viel bauen. Auf dem Zweitkanal, auf Waffelbande, wo auch diese Streams kommen, so viel Vlogs wie möglich, ganz lang, ungeschnitten, so, ne, ganz entspannt, also die Sachen. Und auf dem Hauptkanal dann vielleicht jede Woche, jede zweite Woche so ein Zusammenschnitt, ähnlich wie Rezo das gemacht hat, also nicht inhaltlich, weil das ist mir ein bisschen zu chaotisch, also da will ich schon, ich will keine Leute umbringen, aber dann so einzelne Räume, also so, dass es nur um den Eingangsbereich geht und dass wir da ein Video zu machen, wenn das fertig ist, nur zu der Gemeinschaftsküche oder sowas zum Beispiel. Und wenn das fertig ist, dann kommt da ein Video von. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man auf dem Hauptkanal einzelne Bereiche behandelt und dann halt über vielleicht eine Woche oder 2 Wochen dann so ein Video daraus macht und auf dem Zweitkanal man alles all over fast täglich so mitverfolgen kann. Rezo ist crazy unterhaltsam, aber man erwartet eigentlich nur drauf, dass sich jemand verletzt, ja. Und ich dachte, so kriegen wir das Beste aus beiden Welten. Ihr seid kontinuierlich up-to-date auf dem Zweitkanal, was eigentlich abgeht. Und auf dem Hauptkanal hat man dann nochmal andere Einblicke und kann das ganze Projekt dann ein bisschen runtergeschnitten verfolgen über Wochen, sodass man nicht warten muss. Wisst ihr, was ich meine? Also auch nicht, dass man das Doppelte sieht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Da müssen wir noch einen kleinen Weg finden, aber ist nicht unmöglich. Umbau-Umzugsvideo Rezo-Style. Boah, ja, es wird auf jeden Fall ein Thema, kann ich euch sagen. So, man soll jetzt hier, ich weiß, es ist ganz schlimm für viele, man soll den Rand abschneiden. Ich halte mich nur ans Rezept. Ich selber würde jetzt auch den Rand dran lassen. Und das sind wie so Bites. Wisst ihr, was ich meine? Also die haben das in so kleine Bites gemacht mit so einem Zahnstocher dran. Und dann machen wir einmal angedrückt die Möhre. So, und dann haben wir 4 kleine, süße Snack-Bites-Sachen. Cool. 1:23 dafür. Jupp. Willkommen bei Freddy im Stream. Probieren wir doch mal. Naja, ja, stimmt, der Kaffee, 15 Minuten. Also 1:05. So. Ich hätte irgendwie Angst, dass du dabei einen Finger verlierst, wenn du so ein Quattro Rezo machst. Nee, also ich bin ja schon ein großer Fan auch von so Gewährleistung, wenn so Sachen kaputt gehen, weil ich habe ja auch ein paar Leute, die da rumlaufen. Plus wir haben ja bei uns an manchen Stellen, wir haben so Schrägdächer im neuen Büro,
wir haben an manchen Stellen am Platz für eine zweite Etage. Und also das baue ich zum Beispiel jetzt nicht selber. Wenn mir da einer durch den Boden kracht und dann irgendwie auf den Boden klatscht und sich derbe verletzt, nee, das mache ich dann nicht alleine. Also mal mitmachen und helfen, wenn professionelle Leute das machen, safe gerne, aber also da werden auch viele Leute dazukommen, die das jetzt professionell machen, ne? Rezo war für mich manchmal too much. Dagegen war Anni richtig brav. Ja, es ist auf jeden Fall crazy. Ich gucke es aber sehr gerne. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein crazy unterhaltsam. Probieren wir mal. Seid ihr bereit? Schmeckt wie an einer Tankstelle. Die Dinger, die man in diesen Plastikteilen kriegt. Das schmeckt wirklich genauso. Ja, die Minze hat nochmal so einen speziellen Touch. Aber wisst ihr jetzt nicht, warum ich mir das machen sollte? Auch ungetoastetes Toast. Warum toastet man das nicht noch vorher? Das ist aber wirklich kein Akt. Kommst du zur Landparty in Marburg? Hä? Wie kommst du denn darauf? Ich gehe nicht auf Partys. Ich sitze zu Hause. Ich gehe nie raus. Es ist frischer als die Tankstellendinger, ja. Einigermaßen. Was sind jetzt mit den Gurken? Ja, die Gurken sind ja da drauf. Ich habe ja Gurken da drauf gelegt. Das ist so Gurke-minzig. Keine Ahnung, es schmeckt ein bisschen wie so eine Shisha. So stückweise. Aber lecker. Da kommt noch ein Hype Train. Timo ist doch gar nicht da. Verstehe ich nicht ganz. Die meisten Partys finden auch im Land statt. Ich räume es mal so aus dem Bild. Das tue ich mal wieder in den Kühlschrank wegen dem Fisch. Kann man gleich noch ein paar Brote schmieren. Keine Sorge, das kommt schnell weg. Das wird gut. So, also. Freddy hatte ein wenig Hunger. Boah, safe. Also, ich dachte gestern Abend so, ich habe super krass Hunger. Weil ich hatte gestern dann nur, ich hatte eine Butterbrezel. Sehr gutes Frühstück, sehr schlechtes Frühstück, um ehrlich zu sein. Dann hatte ich einen Kuchen, den habe ich so weggeatmet und dann hatte ich so Hunger, war aber gleichzeitig so müde, dass ich dachte, jetzt bestellst du dir, ich habe mir gestern ein schönes Schnitzel, habe ich Clara und mir bestellt. Und dann habe ich das halbe Schnitzel gegessen und danach war komplett Ende. Da hat mein Körper so auf Sparmodus geschaltet. Was ist dein Lieblingspanzer? Natürlich der Leopard 93. Stell dir mal vor, es kommt so runter. Weiß ich nicht. Was ist denn dein Lieblingspanzer? Was ist denn euer Lieblingspanzer? Jetzt fragen wir einfach mal rein. Was ist denn euer Lieblingspanzer, Leute? Ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit beantworten. Ich muss ja auch nicht alles über mich wissen. So intime Fakten. Das fragt doch nicht jedem mein Lieblingspanzer. Du bist mein Lieblingspanzer. War das jetzt eine Anspielung darauf, dass ich fett bin, oder? Kennst du die Rezept-KI? Das wäre mal ein Smurf-würdiges Experiment. Ja, das ist halt leider schon so durchgekaut worden. Also für einen Stream oder so mache ich es gerne mal, aber für ein Video, glaube ich, ist so, keine Ahnung, ist so das ganze Thema schon ziemlich durchgelutscht, oder? So KI-Rezept-Videos. Kann man sich bestimmt noch was Lustiges mit ausdenken, aber ich weiß nicht, ob ich es so 100% fühle. Ich versammle jetzt mal alles für den Kaiserschmarrn, weil ich habe ja Louis zu beeindrucken heute. Und das, bei Gott, ist nicht leicht. So, zack. Gerade bei Kaiserschmarrn. Kannst du selber gut, Kaiserschmarrn? Es geht, ja. Es geht? Ja. Okay. Machen wir erstmal einmal so und so. Und dann so und so. 4 Eier. Wir haben Mehl. Tachna. Hier ist Lachs. Was? Salmon. Wer ist Salmon? Das? Lachs. Habe ich ja gesagt. Ja. Und? Das ist ein Lachs-Gurken-Ding. Das ist wieder Annika raus. Ach, guck mal. Das ist meins. Dadurch, dass ich dir den Kleiderschrank jetzt mal neu einsortiert habe, trägst du wieder Sachen, die du in den letzten 7 Jahren noch nie getragen hast. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Das ist nicht gelogen. Ich weiß einfach nicht, was ich... Ich sehe dich täglich. Ja, stimmt. Was meine Augenfarbe? Pissgelb. Jupp. Guten Morgen. Lieblingspanzer. Du bist mein Panzer. Du bist mein Pommespanzer. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das sein möchte. So.
Also. Schmeckt's. Ja? Sehr gut. Ist Minze drauf. Ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Minze, Gurke, Frischkäse und Lachs. Ich habe ja gesagt, es geht schnell weg. Ich wusste auch, dass Clara das schnell snacken wird. Was ist denn das hier? Plus, Minus? Ist das ein Batteriezeichen oder was heißt das? Ne, jetzt wird's. So, Was ist mit Tankstellen? Ach so, ja, ich habe gesagt, es schmeckt wie die Dinger von der Tankstelle, die du aus dieser Plastiktüte aufreißt. Echt? Weil der Toast nicht getoastet ist, deswegen. Also, nee. Willst du noch mehr? Wir haben ganz viel. Im Kühlschrank ist noch ganz viel Aufstrich. Lachs, Frischkäseaufstrich. Gurken haben wir noch da, Minzgurken. Freddy, der Papa, räumt sogar die Schränke. Ach so, ja, ich mache das voll oft, dass ich zu Hause irgendwie... Also unseren Kleiderschrank habe ich schon mehrfach, also auch bei dir, den habe ich komplett sortiert. So, dass es logisch ist, wo Sachen sind und habe dafür, wie ich gelernt habe, von zahlreichen Damen, die bei uns im Büro sind, ist es eine ganz normale Entwicklung, dass man auch als Dude in der Beziehung irgendwann einfach eigentlich keinen Kleiderschrank mehr haben darf und eigentlich nur noch aus dem Karton lebt, weil nach und nach die Schrankhälfte immer weiter annektiert wird. Also ich habe jetzt schon wieder 4 80-Liter-Säcke Klamotten aussortiert und immer noch, ohne großartig was dazu gekauft zu haben, außer 3 Hosen und 3 Hemden in den letzten 4 Jahren jetzt dann, als wir in Hamburg waren. Und immer noch überwiegt deine Hälfte so rüber über meine. Ja, das Geheimnis an einer guten Beziehung ist, dass die Frau mehr Schrank braucht. Aber wir haben ja gesagt, dass meine Reitsachen... Ja, da weichen werden, damit du mal... Ja, weil wir jetzt noch so viel Wäsche haben, die ich gerade mache, dass du... Also du hast keinen Platz mehr für T-Shirts. Ja, aber auch vielleicht, wenn meine Reitsachen exorbitant gewachsen sind, war alles, was ich eigentlich an Klamotten gekauft habe, das letzte Jahr waren Reitsachen. Wer hätte es gedacht? Oder ist jemand schwanger? Glückwunsch! Ich habe erst Schwagerherz gelesen und dachte mir so, wer ist denn mein Schwager? Du kannst auch einfach... Ja, ist erstmal auf, dann müssen wir es nicht wegschmeißen. Das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, ich wollte nur die Dings hier, dass das richtig ist. So, 125 Gramm Mehl. Soll ich dir eigentlich eine Frage vorlesen? Welche? Weiß ich nicht, gibt es welche? Ja, online auf dem Dings, aber du hast kein Mikro an. Nee, die waren heute nicht da. Der Chat hat das Recht, Annika zu mobben, das wurde vergessen. Zack. Oh, oh. Ja, ich mache hier gerade was anderes. Ich bin jetzt hier nicht der Mikrofonbeauftragte. Da ist nämlich Louis. Darf ich ein Mikrofon haben? Nee, du kannst sie auch einfach schnell hier hinstellen. Wenn du ein Mikrofon hast, dann bleibst du zu lange und arbeitest nicht. Die probiert immer auszutricksen, dass sie ihre Arbeitszeit drücken kann, indem die dann hier teilnimmt und sagt, das ist auch der Arbeit, auch Arbeit. Aber es ist ganz schön viel Verwaltungsarbeit, Fräulein, die auf ihrem Tisch liegt, die noch getan werden muss. Gerade auch Urlaubsverwaltung, das kannst du gleich erstmal aufarbeiten, weil ich habe gerade keinen Überblick mehr, wer wann Urlaub hat, wegen den ganzen Anträgen. Und das müssen wir mal eintragen und umtragen. Und ich muss auch noch ein paar Autos drunter machen. Nee. Aber eine Frage kannst du trotzdem vorlesen. Hast du dir das gerade reingeschoben? Ja. Bist du aus dem Bild gegangen, um dir Toast einfach so in die Fresse zu schieben, wie so eine Irre? Was ist denn mit der? Die hat so gemacht, die stand da so. Nee. Okay, welche Fragen vor? Vierte. Nee, die dritte. Musst du nur auf Chat ummünzen, weil Chat muss ja beantworten. Okay. Glaubt ihr, dass irgendwann alles wieder gut werden wird? Denn alles ist gut, solange du kochst. Ich hab dir gesagt, ich fände das mal schön, wenn du für mich Essen machst, aber du möchtest das ja nicht. Soll ich das machen? Nee, ich habe keine Lust auf eine Lebensmittelvergiftung. Ich muss noch durch die Woche. An einem Freitag können wir so ein Experiment gerne mal probieren. Aber doch nicht jetzt. Wenn du sie hetzt, was soll sie tun? Was denn hetzen? Ich habe halt nur... Was passiert jetzt? Ich mache mir Tee. Du machst dir Tee? Warum findet eigentlich der Tee immer noch in der Küche statt, wenn ihr eine komplett normale... Nimm mal die ganzen Teedinger hier und mach die mal in die Küche da drüben. Das ist der Wasserhahn. Da ist auch ein Wasserhahn und der andere macht auch blub blub. Der ist nur warm. Aber ihr habt da drüben ein scheiß Heizgerät, damit das nicht in dieser Küche passiert. Was passiert? Die haben jetzt eine eigene Mitarbeiterküche, die verwahrlost komplett. Alle sind immer hier, schmeißen ihr Zeug hier rein. Ich kriege irgendwann eine Krise. Ich bin richtig froh, wenn wir eine Küche haben, die nochmal einzeln dafür ist, weil ich baue dann einfach nur diesen blöden Wasserhahn da ein und alle immer, ja, aber das kann man ja nur hier machen. Ich kann ja keinen Wasserkocher mehr benutzen. Ja, so
Kochduell. Im Kochduell mit Clara am Freitag geht nicht. Clara arbeitet nur montags bis donnerstags und danach ist Pferdezeit und ich bin mir sicher, sie würde nicht hier reinkommen und mit mir ein Kochduell machen. Doch, wenn du mir das normalerweise früher sagst, können wir das gerne. Also Clara braucht immer 4,5 Monate Vorplanzeit, weil dann der Pferdekalender das uns nicht zulässt. So. Ja, weil die Milli Freitag verritt hat. Ja, das stimmt. 125 Milliliter Milch. Du bist Profi. Voll. Salz, Backpulvers. Boah, ey, so ist ja schon halb backen, ne? Ein Kaiserschmarrn, deswegen ist das auch so anstrengend. So, zack, Backpulver. Puderzucker ist auch schon hier. Rosinen und Butter. Oder blaue Weinbeeren heißt es hier. Salz. Warte, wir tun es mal dazu. Prise Salz. Teelöffel Backi. Also die meisten Leute sagen, dass es nicht alles wieder gut wird. Unser Wasserkocherhahn kann auch leider keinen Sprudel, der kann nur warm. Tut mir leid, das tut mir so leid. Das tut mir wirklich so leid, dass ich da nicht noch mehr investiert habe, damit ihr noch hier reinlaufen könnt. Manchmal laufen die auch rein, einfach während Aufnahmen und sagen, oder stehen hier dann so. So, und gucken einfach. Finden das mega ununterhaltsam. Stehen teilweise 3 Leute hier und gucken so. Ja, ist scheiße, dass es hier ist. Ist auch nicht lustig, welche Witze Freddy macht. Aber ich will einfach nur kurz einen Tee machen. Da hinten ist ein Wasserkocher. Die könnten einfach nur Spaß haben. Die könnten nur Spaß haben in der Küche. Könnten hier schön, ich sehe es ja eh nicht, könnten eine Stunde lang nicht arbeiten und einfach labern, während der Wasserkocher eine Stunde lang vor sich hin kocht. Ist ja ein unmögliches Ding. Aber nein, hier muss dann so gestanden werden. Habt ihr... Setz ihr gleich ab, dann können wir kurz Tee machen. So, original. So, während wir, wenn wir aufnehmen. Können wir gleich? Also können wir gleich einfach nur, können wir so. Die kommen mich, um mich zu mobben. Ja, 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 das ist ein großes Thema hier. Das ist ein großes Thema. Ich habe nicht schlecht geschlafen. Ich hab nicht schlecht geschlafen. Ich habe einfach nur... Ist nicht schlechte Laune, das ist die Realität, die stattfindet. Es ist die Realität, die stattfindet in diesem Büro und die Leute müssen mal die Wahrheit wissen. Ich mache das bald seit 10 Jahren und ich werde hier rumgeschubst und sonst was, sage ich euch. Es ist ein großes Thema. Es ist ein großes Thema. Deswegen kommt bald ein richtig unfairer Personaler hier rein und wird die richtig rummobben. Die sagen dann so, ey, es ist 10.38 Uhr, hast du schon eine Sache gemacht, du bist seit 38 Minuten am Arbeiten. Ne? Ein Lachs-Sandwich gegessen. Louis da hinten, er hat nicht mal meine Hose an. So, was kann ich ja machen? So, ich weiß nicht mehr, was los ist hier. Alle denken dann immer, es ist so eine Show. Ich meine, das ist todernst. So, ja, mit Louis Hose. Aber warum willst du direkt da hin und dir den hosenlosen Louis angucken? Der hat Hosen an. Ja, aber warum guckst du dir das direkt an? Das ist meine Frage. Vermisst du was an mir? Der ist lang und dünn. Du weißt ja immer, was man über so Leute sagt. Ich vermisse Hosen an dir. So, aber arbeitsrechtlich wieder komplex, die Situation gerade zu handeln. Tut mir leid, Louis. So, ich glaube, hier dieser Crack-Zucker... Alter. Ich kann den Zucker schütteln, wenn du möchtest. Du kannst jetzt mal die Urlaubsverwaltung machen. Und weg hier. Nimm deinen Tee, der kann auch woanders ziehen. Ab. Mach mal Urlaub. Ich will mal wissen, wann wer hier weg ist, weil ich weiß es nicht mehr. Weil das nicht... Weil wir es die letzten Wochen nicht gemacht haben. Hör auf, jetzt Gurken mitzunehmen. Du kannst nicht Gurken und Tee. Die hat jetzt Gurkenschalen dabei. Meine Güte. So, wir haben 40 Gramm Zucker. Da kann man ja immer ein bisschen mehr machen, oder Louis? Würdest du auch sagen? Zucker geht immer mehr. Wir machen jetzt einfach mal 60 Gramm da draus. So. Hosenloser Louis ist der neue Spitzname. Ja, du suchst doch immer einen Spitznamen für online. Aber wir haben ja eigentlich schon, was war es, Fungiboy, ne? Ja, muss ich nur mit Dustin noch abklären. Ach so, ja, Dustin kommt ja heute wieder. Ja. Das können wir gleich mal in unserem Tagesmeeting noch mal kurz auf dem... Gleich kurz Stecherei. Kurz mal, wär ich dir verbunden, wenn du das als Punkt noch mal vorbringen könntest. Okay, mach ich. Sehr gut. Rosinen, ja, okay, komm, wir machen jetzt einfach den Rest, den wir haben. Magst du Rosinen? Du hast Rosinen, okay, machen wir auf jeden Fall rein. Dann gebe ich dir ein Part ohne, damit du erstmal mein göttliches Kaiserschmarrn-Rezept gleich kriegen wirst. Das sind wirklich nicht 80 Gramm, das sind sehr wenig auch, Louis, das sind sehr wenig. Dafür kriegst du gleich, isst du Lachs? Ja, also bist du gar kein Veggie, sondern nur Pesketarier. In Ordnung. Ist in Ordnung, damit bin ich fein. Der hosenlose Louis ist dann die Abkürzung, wer Hololu... Ne, ich weiß nicht, ob das eine gute Abkürzung ist, to be honest. Hosenloser Fungi. Nee. Das ist too much. Das ist too much, würde ich auch sagen. Das ist eine Umdrehung zu viel, wisst ihr, was ich meine? Fungi irgendwie, funky geschrieben. Funky Fungi.
FF. Ich habe aus Spaß zu einem Freund schon gesagt, der komische Pilz einfach. Der komische Pilz? Ja. Funky Fungi ist doch genau das Gleiche. Stimmt, ja. Hört sich aber wordiger an. Ja. Und kannst schön das Logo drauf machen. Mir wurde dann vom Kollegen vorgeschlagen, ich soll mich Weird Pickle nennen. Weird Pickle? Komische Gurke? Ja, schon. Ja, true eigentlich. Weird Pickle. Ja. Auch nicht schlecht. Prickelnde Pickel, nein. Okay. Da gibt es so viel, ist gar nicht einfach. Nee, ich merke das schon. Also es arbeitet auch in mir. Ich finde das aber gut, ja. Es macht Freude. Okay, der Rest ist eigentlich relativ upfront. So. Ich glaube, wir müssen es wohl oder übel zu einem glatten Teig verrühren lassen. Das heißt, das wird nicht gemacht. Steht schon die ganze Zeit so eine Tasse. Ich schwöre, irgendwann messer ich hier irgendjemanden. Ich sag's euch. Irgendwann wird's gemessert. Hat die eine Tasse rausgenommen und hier stehen lassen? Nee, ich hatte Tassilo. Ich hatte Tassilo die ganze Zeit. Die steht da vorne. Das sind die kleinen Sachen. Das sind die kleinen Sachen im Leben. Ne? Die kleinen Sachen. Tut mir leid. Also irgendwie ist das ein kleiner. Mann, ich wollte doch nur das Ding holen jetzt. So, wirklich, also guckt ADHS beim Arbeiten zu, wenn ihr euch das hier anguckt. So, hat sie? Ja, das ist auch so zu Hause. Das Einzige, was jetzt noch fehlen würde hier, ist, dass die dann da rein eine Socke legt. Das ist wirklich in dieser Wohnung. Ich frage mich jedes Mal, ich schwöre euch, die Einbrecher, als sie reingekommen sind, die haben so Sachen durchwühlt und die haben mehr Socken gefunden als Wertgegenstände. Also, es ist wirklich. Die Frau hat wirklich ein Talent für absolut, also die hat ein Sockentalent, das habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen irgendwo. Das ist wirklich, du gehst wirklich, setzt dich aufs Sofa, machst einmal so und da ist eine Socke reingequetscht, so zwischen die beiden Dinger. Dann gehst du irgendwie, keine Ahnung, setzt dich hin irgendwie auf, wir haben so ein kleines Sofa, dann noch am Esstisch, also so ein Mini-Sofa. Und dann gehst du da hin und dann machst du kurz Kissen, verschiebst hinter dem Kissen Socke. So. Dann haben wir Ankleide, so eine kleine Schublade und dann in der Schublade drin eine Socke. So, Schuh von mir, ich gehe morgens rein, denke mir, hä, warum ist denn das so wattiert? Ja, ist eine Socke drin von ihr. Ich verstehe das nicht. Die hatte nicht mal meine Schuhe an. Wie kommt da rein, an das Zehenende, eine Socke? Es ist wirklich, also es ist ein Talent. Hat sie wirklich ADHS? Ja. Also, deswegen entsteht sowas auch. Aber ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich finde es nur, also ich finde es faszinierend. Also wirklich, ich habe so ein Sockenradar. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein Layout von unserer Wohnung nehme und dann immer jede Woche so Updates mache mit so kleinen Nadeln, wo ich Socken gefunden habe. Und vielleicht kann man dieses Mandala dann irgendwann verbinden und in der Mitte davon ist irgendwie ein Schatz begraben. Der große Sockenschatz. Wisst ihr, die Gegenstücke oder so. In Zukunft an jede Socke ein AirTag ran. Sicher, dass eingebrochen wurde, nicht das klar. Nee, das wurde schon eingebrochen. Ich muss los meine Brille reparieren lassen. Ist Mobbing. Ja, ist Mobbing. Für mich. Sockenlager. Ja, aus dem Nichts kommen immer Socken. Das mit den Socken ist bei dir safe auch so. Das haben viele Leute. Das ist kein Einzelthema, ich merke das immer. Da haben viele Leute. Haben das gleiche Ding. Dann verrühren wir das Ganze jetzt doch mal zu einem schönen glatten Teig, beziehungsweise lassen verrühren vom Josef. So, 4 Eier höchstwahrscheinlich, ne, da reinmachen. Das kenne ich von meinem Freund, nur dass er mitten im Flur und auf dem Couch liegen lässt. Ja, im Flur haben wir natürlich auch wieder welche. In der Couch, unter der Couch, um die Couch herum. Viel Bumm. Überall. Sock everywhere. Aber das ist gut. So habe ich mir halt Aufräumen so ein bisschen zu meinem eigenen Hobby gemacht. Und auch das ist was, was mich runterbringt. Flopsch. Das war weird. Das hatte eine sehr, sehr feste Schale. Wird halt gedroppt, wo es ausgezogen wird. Ja, also, du, ich sag ja gar nicht, ich verteidige das ja gar nicht gegen irgendwen, ne? Also, ist ja all good. So, ich mach's auch gerne weg. Ich hab ja für mich dadurch in der Wohnung Systematiken entwickeln müssen, wie das dann schnell so zu lösen ist. So, dass ich auch nicht unglücklich damit werde, aber das halt schnell lösen kann. Weil auf Dauer würde es mich dann unglücklich machen. Und das kann man ja dann immer, da kann man präventiv sein. Ja, das ist gut. Bei meinem Freund sind die Socken immer unterm Tisch. Ja, das auch natürlich, überall. Irgendwann einfach die Socken mal verstecken. Wenn keine mehr da sind, können die überall verteilt werden. Nee. Wir haben nämlich das große Ding, wir teilen uns eine Sockenschublade. Also, ich habe ja schon viele Sachen aufgegeben bei uns am Kleiderschrank. Aber wir teilen uns noch eine Sockenschublade, weil
Also da ist auch so vieles vermischt, weil, ne, ich hätte gestern kurz überlegt, aber ich war leider zu müde, ob ich wirklich das erste Mal diese Sockenschublade nehme und dann mal nach Farben auf dem Boden unterteile und mich einfach hinsetze und so meditativ einfach die Sockenpaare wieder zusammen mache. So wie so ein großes, wie heißt das? Bingo? Oder so? Wie man das immer macht mit den Karten, dass man so zwei verbinden muss. Memory heißt das, ne? So ein Ding. Nur ich sehe halt schon die Farben und es sind halt viel mehr, deswegen dauert es länger. Aber naja. Freundin hat tagelang ihr Handy gesucht, dann lag es im Backofen. Ja, es sind so Momente. Es sind so Momente. Also ich kann auch nichts dazu sagen. So. Dann die Eier. Da kommt das Backpulver rein. Dann kommt da das Mehl zu. Zack. Muss man bestimmt alles Eier trennen. Eigelb mit Mehl. Ich habe den ersten Satz nicht gelesen, ne? Ich habe den ersten Satz, also es war wirklich Eiertrenn, ist der erste Satz. Ich habe einfach alles reingeschüttet. Also, jetzt nochmal 4 Eier ist halt, also. Danach soll man das Eiweiß mit Rosinen aufschlagen, ne? Damit man das so unterheben kann, damit es fluffig wird. Leider das Wichtigste, dass es fluffig wird. Ach, das geht auch so. Ja, machen wir mal weiter. Milch kommt noch dazu. So, lass mal einfach länger kneten, dann wird es auch fluffig. Alles gut. Der Zucker kommt mit rein. So, eine Prise Salz, klar. Es passt so. Das passt so. Keine Sorge, ich werde auch zaubern. Ich mache es dann einfach so, Luis. Ich lasse die Rosinen weg. Ne? Dann ist gerettet. So, für dich. Wir lassen die Rosinen jetzt erstmal weg. Soweit ist jetzt hier alles drin. Wir haben Eier drin. Mineralwasser steht nicht drin, ne? Durch die Kohlensäure. Ja, also wir rühren es 10 Minuten, da ist, glaube ich, jede Kohlensäure raus. Aber ich lasse es jetzt erstmal verrühren, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Scheiße. Lass uns mal rühren. Der Kaiserschmarrn Freddy-Style. Ja, ja, das wird gut. 10 Minuten. Das wird eine gute Nummer. Vertraut mir. 10 Minuten Timer ist aktiviert. Easy. Machen wir am Ende vielleicht Mineralwasser drunter. Und dann wird es spannend. Aber ich habe ja noch ein paar Fragen. Chat, Frage Nummer 4. Wir hatten jetzt schon tiefgründige Sachen. Jetzt kommen die Sachen, die sind ein bisschen schwerer zu beantworten. Das heißt, ich brauche aber von euch safe eine Antwort, weil heute werden Debatten beendet. Seid ihr bereit? Erst Hose, dann Socken. Oder erst Socken, dann Hose. Ganz klare Antwort für mich. Ganz klar, erst die Socken. Was sagst du? Erst die Socken, ganz klar. Erst die Socken, dann die Hose. Ja, werde ich auch gesagt. Erst Socken. Boah, wer jetzt erst Hose sagt, ist wirklich lost, ne? Wer jetzt erst Hose sagt, ist komplett verloren. Erst Socken. Es ist ein safe, das erste Sockenthema, oder? Das ist safe, erst Sockenthema. 100%. 100%. Jetzt tun alle so, ne? Da waren am Anfang Leute dabei, die haben gesagt, erst Hose. Ihr tragt Hosen? Erst Hose? Hä? 100%? Ihr wisst doch gar nicht die Vorzüge. Du machst doch Socken und die gehen doch dann so bis vielleicht so ein bisschen höher. Also wenn du jetzt nicht im Sommer so Füßlinge trägst, so. Aber wenn du so normale Socke anhast, dann ziehst du doch dann da drüber die Hose, dass es so da drunter ist. Das ist ja Layering, das ist ganz normal. Die Farbe, das macht doch vollkommen Sinn. Du machst ja erst das, was drunter liegt und dann kommt der Rest. Ziehst ja auch nicht eine Hose an und dann eine Unterhose. Ey, ist ganz klare Debatte. Ich trage auch erst Hosen, dann Unterhose. Ja, guck, gleiches Argument zur gleichen Zeit. Machen wir eine offizielle Abstimmung? Ja, Luis, komm, wir machen eine kleine Abstimmung kurz. Dann haben wir das Thema schnell. Wenn du abgespaced bist, ziehst du eine Socke an, dann Hose, dann die andere Socke. Alles gut, jetzt kommt das Abstimmungstool, Leute. Jetzt wird's wild. Psychopath, wer erst Hose anzieht, komplett. Komplett. So. Also erst Hose oder erst Socken? Im Sommer und im Winter ist das komplett verschieden. Ja, im Sommer trägt man halt kurze Hose. Bei kurzer Hose darf das auch andersrum sein. Ist meine These. Was sagt ihr? Kurze Hose im Sommer, dann darf es auch andersrum sein eigentlich. Sommer nur Hose, gar keine Socken. Was machst du dann so? Sandalen? Ey, ich habe so neue Crocs, ne? Die würde ich auch ohne Socken tragen, aber ich glaube nicht draußen. Die sind mir heilig. Also, bei uns im Büro
könnten wir das sowieso nicht machen. Und ich glaube, Nina würde uns ermorden, wenn einer nur also sockenfrei mit einem windigen Fuß den Alltag bestreitet. Weil die hat eine ganz schön große Fußphobie. Nicht gut. Boah. Abstimmung Star-Chat. Oben über dem Chat. Jetzt könnt ihr nochmal anonym sagen, für was ihr steht. 81% machen erst Socken. Warum nur 81%? Welche Psychopathen ziehen denn zuerst die Hose an, Alter? Ist für dich die Fußspitze der Anfang oder das Ende vom Fuß? Du meinst dicker Zeh, je nachdem, oder der letzte Zeh ist bei mir der Anfang vom Fuß. Hä? Es ist immer erst Hose, dann Socken. Ich entscheide erst später, welche Schuhe ich anziehe. Und dann kommen die Socken dazu. The fuck? Die Socken haben gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch komplett bekifft. Die haben sich eindeutig vertippt. 100%. 100%. Was ist ein Fuß? Jetzt reicht's. Also der Teig wird immer noch schön glatt. Nicht so fluffig, aber glatt. Also die sagen wirklich, man soll einen Pfannkuchen backen und nach dem Backen in Stücke reißen. Kann man machen. Dann gucke ich mal nach einer richtigen Pfanne jetzt. Ich nehme mal eine von unseren neuen. Hier aus dem anderen Set. Ich bin sofort da. Also es ist wirklich... Es ist wirklich... Also dass die Debatte hier stattfindet, muss ich sagen, das finde ich schon ganz schlimm. Das finde ich schon ganz schlimm. Dass so viele Leute wirklich eine Socke... Also, das ist doch nicht okay. Das ist doch einfach nicht okay. Ich sollte gerade eine wissenschaftliche Veröffentlichung schreiben. Was mache ich stattdessen? Über Socken diskutieren. Ja, man muss ja jetzt auch nicht immer im Leben weiterkommen. Man gibt auch manchmal Tage, da muss man einfach mal essentielle Dinge klären. Weißt du, was ich meine? Was ist das für eine unnötige Konversation? Was unnötig? Es ist wichtig, dass wir alle auf dem gleichen Level sind, wenn es um das Thema Socken geht. Also, wir müssen ja mal, also ein paar Themen müssen wir noch mal klären. Wer mag Rosinen, wer nicht? Das ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Sockenhose, wichtige Thematik. Sage ich euch so, wie es ist. Für die Müllhalde halt. So, jetzt gerade, wo wir mal ein paar Leute da haben. Kurze Umfrage meinerseits. Wir ziehen ja in ein paar Wochen um. Und ich habe immer noch die Überlegung oder den Wunsch, ob, wenn es reinpasst, ich zur wirklichen Eröffnung, auch wenn wir dann schon ein paar Mal gestreamt haben, vielleicht es probiere, eine Woche Stream durchzuziehen als wirkliche Eröffnung der Produktionsarea. Es wird ein bisschen dauern, bis wir aufgebaut haben, wäre dann so im Sommer. Hättet ihr Turn oder nicht? Also sowas wie Gäste, es wird viel gekocht, es wird ein bisschen gezockt und sowas, ne? Hättet ihr Bock? So eine Woche Stream als Eröffnung. Ich muss dann ein paar Dinge klären, so. Ich habe ja auch so einen Hund noch und so eine Freundin. Das ist dann so ein bisschen so ein Thema. Aber ja, wäre ein Ding. Eine Woche kochen, ein Monat, ja, ja. Hm? 24 Stunden ist schon heavy. Dann müsste ich halt mal gucken, dass ich irgendwen für die Nachtschicht immer kriege, weil dann würde ich auch da pennen. Das bekommen wir alles hin. Bitte? Bekommen wir doch alles hin. Hocken wir mal ein Timo auf. Du würdest, ich verstehe wirklich nichts, wenn das Ding an ist. Ich hocken wir mal ein Timo auf von Rechner. Ja, und so, Timo macht da Nachtschicht, sodass er sich eine Woche lang komplett seinen Schlafrhythmus ruiniert. Also wenn schon, dann richtig. Willst du mal Quellkartoffeln mit Dubdub machen? Nee, Erbsensuppe mit Wurst eher. Als ob jetzt jemand Nein schreiben würde. Kann ja sein, dass da keiner Bock drauf hat. Ich habe einen Hund als Freund. Der war fies. Der war fies. Dafür musst du gerade stehen vor Clara. Das macht man nicht. So. Ich habe eh keine Zeit, habe Freunde. Das ist okay für mich. Ich habe Zeit, ich habe keine Freunde. Also von daher würde ich so, deswegen würde ich sowas sonst auch nicht vorschlagen. Aha. Also, was man machen könnte natürlich, wäre, wenn man aufbaut und umbaut, dass man dann schon diese Woche ansetzt und den Aufbau wirklich komplett mitstreamt. Aber das würde halt voraussetzen, dass wir einen zweiten Rechner mal hätten, auf dem der Stream läuft, damit wir auch dann die Setups so einrichten können, dass halt alles verfügbar ist, ne? Weil wenn wir die ganze Zeit Stream an- und ausmachen müssten, wäre komplett Pain, sage ich euch ganz ehrlich. Was zockst du aktuell? Seit 8 Monaten gar nichts mehr. Keine Zeit.
Und momentan weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ich hatte gestern ein langes Gespräch darüber. Momentan ist irgendwie so, dass ich halt irgendwie lieber was mache, um zu chillen, also so unterwegs bin, als zu zocken. Keine Ahnung warum. Ich habe einfach irgendwie ein bisschen Momentaufnahme zumindest, die Lust verloren. Und jetzt dann, keine Ahnung, gestern war wieder der klassische Museumssonntag, der jetzt eingeführt wurde. Da war ich schön im Museum. Und ja, dann habe ich mir eine Ausstellung angeguckt. War eine gute Zeit. Das ist ein guter Sonntag für mich. Früher hätte ich halt mir einen weggegammelt, irgendwie noch vor 3-4 Jahren. Aber irgendwie, keine Ahnung, macht sowas halt Spaß. Jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Nochmal was Neues zu sehen, was Neues zu erleben oder so. Easy. Dead Hose, Dead Hobby. Ja, es ist Macht das Alter. Kann sein, I don't know. Also vielleicht fehlt mir auch noch was zu zocken, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, Diablo 4, Beta Key, ich hatte jetzt einen, ich habe es nicht mal runtergeladen, obwohl ich eigentlich Bock gehabt hätte, mal reinzugucken. Wie viele Monate Sabbatical könnte Sturmi machen, ohne dass die Firma darunter leidet? Boah. Also du meinst, ob der Laden ohne mich weitergehen könnte? Also, das sind ja immer Momentaufnahmen. Also, mit all den Leuten, die hier sind, da bin ich der festen Überzeugung, dass auf jeden Fall ohne mich das ganze Thema irgendwie weiter gemacht werden könnte erstmal. Ich glaube auch nicht, dass es darunter leiden könnte. Ich glaube, Nina macht ja bei mir Redakteurin. Annika macht ja auch so Streamvorbereitungen und so inhaltliche Themen so ein bisschen mit. Also ich glaube, die sind da schon auf einem sehr, sehr guten Weg und lernen jeden Tag dann mit mir zusammen mehr dazu. Da müsste man sich dann nochmal ein bisschen mehr reinfuchsen. Sicherlich, aber ich glaube, die könnten da auch schon was Gutes und Lustiges zusammenbrauen. Würde sicherlich eine ganze Zeit lang dauern, dass man die Leute, die schon zugucken, so ummünzt, dass man halt auch die auf so nur ein anderes Team vereidigt, aber mit den richtigen Formaten ist es immer möglich. Guckt ihr Smosh an. Kennt ihr noch Smosh von früher? Das waren ja auch nur Ian und Anthony, glaube ich, ne? Ian war der andere. Und der eine ist ja ausgestiegen und jetzt ist Smosh ganz viele Leute. Also es ist so ein Gemeinschaftschannel, der dann dahinter betrieben wird von dem einen noch, der manchmal auch mit auftaucht. Und ansonsten sind es ausschließlich andere Leute. Und die haben diesen Wechsel vollzogen oder diese Veränderung, als die, glaube ich, schon fast 10 Millionen Abonnenten hatten. Also möglich ist das immer, dass man auch einfach komplett aussteigt. So. Annika macht Streams, dann läuft das. Ja, und Nino kümmert sich um die Planung der Videos. Also eigentlich würde das so auf unbefristet gehen. Langfristig brauchen wir dich, auch wenn wir dein Team gerne sehen. Ja, also, keine Ahnung, ich finde das halt auch schön. Also ich, wie gesagt, ich finde das, Momentaufnahme ist eigentlich alles ganz schön okay. Eigentlich vermisse ich am meisten deine Reaction auf Pete's Meat kocht. Ja. Ja, es verändert sich ja immer vieles. Also dieses Jahr wird sich dann bestimmt auch nochmal viel verändern. Ich glaube auch dieses Eintagessen mit Thema wird nochmal ein bisschen cooler und größer aufbereitet werden. Da haben wir auch schon einige witzige Sachen in Planung. Also, would be nice. Ich habe mal vor zwei, drei Jahren mit meiner Freundin aus Langeweile eine Mio Mio Mate Song aufgenommen. Vielleicht wird das ja mal der Jingle. Ja, schickt ihn mal. Die sind richtig schnell und responsive. Vielleicht finden sie es cool. Kommst du überhaupt klar damit, den Gaming-Channel von Julian in Kürze zu übernehmen? Wird er zum Museumstalk? Nee, er wird, glaube ich, nicht zum Museumstalk, aber da gibt es einen Plan. Da gibt es sogar einen sehr guten Plan. Also, es sei so viel verraten, es wird nicht unbedingt Gaming darauf kommen. Und es hat einen stark... Nee, so viel, das kann ich noch nicht sagen. Aber also es nicht unbedingt Gaming kommt dann. Also es wird Gaming kommen, safe. Aber auch nicht unbedingt. Aber warum, das findet ihr halt erst raus, wenn es dann soweit ist. Aber es ist ein cooler Plan. Also dauert nur ein bisschen. Jetzt kommen wir langsam in das Sommerloch rein. Das ist jedes Jahr so. Aber jetzt bald kommen dann auch wieder gute Videos, denn im Sommer kommen wieder die ganzen Mittelalter-Sachen, die fangen an. Festivalsaison ist. Wir wollen uns dieses Jahr durch, wenn wir dürfen, wir müssen ja anfragen, durch die meisten Festivals fressen. Da haben wir auf jeden Fall schon zwei große am Start, aber wir wollen natürlich, so gut es geht, alle mal abklappern. Also vielleicht einen Tag, ne, um dann da zu drehen, aber wir sind jetzt ja nicht das ganze Wochenende da. Festivals wollen wir machen und ja, genau, dann
Schauen wir mal, ob das eine gute Idee war oder nicht. Und dann gibt es ja natürlich bald dann wieder die Weihnachtsmarktsaison. Und dieses Jahr wird richtig gehämmert werden. Hide and Seek, immer in einem anderen Museum. Spiel und Bildung, das wird funny. Mhm, mhm. Nimmst du eigentlich immer eine neu gekaufte Pfanne oder putzt du die auf Perfektion? Nee, das ist jetzt, das sind unsere neuen. Und ansonsten tun wir unser Bestes. Im neuen Büro haben wir tatsächlich, oder baue ich tatsächlich, eine Waschküche. Also so eine Industrie, von so einer Industrieküche, die immer aus Edelstahl sind. Und dann nur Sachen, dass man halt gut und professionell putzen kann. Weil manchmal, wenn wir halt so streamen und sonst irgendwie was machen, da fällt halt so viel Zeug an danach, dass eine handelsübliche, das sind dann so zwei handelsübliche Spülmaschinen, so sagen wir mal. Und wenn man es einfach mal ein bisschen höher skaliert mit den richtigen Mitteln, dann passt das. Ist das Tom Cruise auf dem Foto hinter dir? Yes, yes. Falls noch nicht angesprochen wurde, habt ihr auch Ambitionen, mal aus dem Ausland IRL-Streams zu machen? Wenn dann in den USA, dass man geswattet wird? Ansonsten naja nicht. Nee. Also ich finde es irgendwie so schwierig, so IRL-Streams sind so voll. Also ist cool, man kann auch coole Sachen machen. Wir haben auch schon, also wir wollen dieses Jahr ein größeres Twitch Event machen, das ihr merkt schon, es ist viel, viel im Gange, aber ich bin halt wirklich dieses Jahr darauf gepolt, einfach zu sagen, wir machen mal, nicht denken, machen und auch einfach mal das System innerlich grundüberfordern, weil dann bewegt sich viel. Es wird halt ist viel zu tun mit dem Umzug und sowas und ist auch sehr ambitioniert, aber wie gesagt, es laufen sehr viele Dinge und es sind auch sehr viele Leute da, die inzwischen hier helfen und supporten, das ist dann ganz gut. Steht auch das Mittelalterfest in Soest auf dem Plan. Ich weiß es noch nicht. Da hat Nina manchmal einen besseren Überblick als ich. Momentan kann ich dir sagen, ist mein Fokus eher auf jetzt die Planung des Umzugs, dass das vernünftig vonstatten geht. Chaotisch wird es oder so immer, aber so, dass es irgendwie funktioniert und dann erstmal das Eingrooven und videotechnisch. Wie gesagt, haben wir eigentlich immer eine ganz grundsolide Planung. Also immer März, April, Mai noch so rum, wird immer mal auch ein bisschen was ausprobiert. Also im Januar, Februar sind dann so auch Ausläuferformate, Sachen, die vielleicht dann nicht mehr so oft kommen. Und jetzt probieren wir gerade wieder aus, wie das Eintagessen mit. Wir haben noch ein anderes Format, was wir bald mal starten wollen. Und ja, da wird es wichtig. So, 2 Esslöffel Butter, das ist jetzt ein Teelöffel, keine Sorge. Da geht's gleich los, schauen wir mal. Bitte, kleiner Butterlöffel, bitte. Da, so, einmal Butter. Zweimal Butter. Sehr. Und nochmal. Dann haben wir 3 Teelöffel, sind ja 2 Esslöffel, weiß ja jeder. Das ist ja ein Stream und kein Video. Ist das auch gute Butter? Das ist eine gute. Du gehst deinen Weg, da sind wir sicher. Ja, ja, also wie gesagt, es ist nur... Nur gute Sachen. Sehr viel guter und interessanter Schissel, der dieses Jahr passiert. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, September rum, kommt die eigene Kochmarke und solche Sachen. Das ist auch nur geil. Also wir sind jetzt auch in stetigem und gutem Schritte, so, dass wir auch bald dann schon da ein bisschen veröffentlichen können. Dann wisst ihr auch schon mehr. Und dann kommt richtig viel guter Shit. Es kommt richtig viel guter Shit. Ist doch geil. Geile Küche, dankeschön. Also, dann kommt der Umzug, dann können wir darüber schon quatschen, dann machen wir ein richtig fettes Büro. Das wird höchstwahrscheinlich bis Ende des Jahres immer noch so Fett-Umbausachen sein, vielleicht noch Anfang des Jahres oder so. Da können wir dann alles Mögliche machen, ohne irgendwen fragen zu müssen. Also hier war schon chillig, weil wir auch einen sehr guten Vermieter haben, muss man sagen. Aber da ist dann einfach so, yo, wir wollen draußen so Beete und sowas machen, so Kräuterbeete, dann lass einfach mal bauen. Easy. Das ist Butterlight. Nö. Gibt's böse Butter? Ich weiß es nicht. Was ist dein Lieblingsgericht? Spaghetti Bolo und Spätzle mit Sauerbratensoße. Für das beste Sauerbratensoßenrezept könnt ihr gerne das Pete's Meat kocht mit mir gucken. Das letzte, was mit mir kam, das ist der Hammer. So, mittlere Hitze, ne? Immer, das darf ja nicht anbrennen. Und dann einfach reinschütten und dann wird es irgendwie fluffig. Ich glaube, das war nicht richtig, aber ich habe schon was falsch gemacht, deswegen ist auch egal. So. Zack. Perfekt.
rein damit einfach. Mhm. Ich schau mal kurz. Haben wir denn noch was? Aber ich gebe mal wirklich zu, ich brauche wirklich mal einen besseren so Ablaufplan auch für mich selber von diesem Jahr, wann jetzt was passiert und wann wir was exekuten. Das ist so eigentlich mein nächstes Ziel, die nächsten Wochen, dass ich mal genau weiß, wann passiert was auf dem Zeitstrahl. Festivals und sowas haben wir schon ein paar Blogs gesetzt. Messen haben wir auch noch ein paar, wo ich auf jeden Fall mal rumgucken möchte. Also es ist viel los. Ich hoffe, dass auch die nächsten Reisen, die wir geplant haben, weil wir eigentlich dieses Jahr so bestimmt 5, 6 Berlin-Trips vorhaben, dass vielleicht mal ein Berlin-Trip jetzt funktioniert, der dritte, ohne einen irgendwie schwerwiegenderen Zwischenfall wie die anderen beiden. Und dann kriegt man es, glaube ich, hin. Bist du wieder auf der Polaris in Hamburg? Es sieht danach aus, ja. Es sieht danach aus. Weil das ist ja Messe Hamburg und Bullerei und ich, wir sind jetzt so. Und dann kann ich jeden Abend darüber gehen und sag so, Jungs, habt ihr einen Tisch? Ich hab richtig Bock aufs geile Essen. Nur deswegen. Nur wegen Bullerei gehe ich natürlich zur Polaris. Sehr geil. Wie schwer ist es, die Efeu-Wand staubfrei zu halten? Ich glaube, wir haben es noch nie abgestaubt, aber da ist jetzt nichts dran. Kommt auch nichts raus. Man muss jetzt dazu sagen, das hier ist ja ein Studio, ne? Also ich bin jetzt schon hier, wenn ich drehe, aber ansonsten halt nicht. Und hier ist dann auch kein großes Leben drin, ne? Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, ich sag mal, bewirtschaftet wie dein normaler Haushaltsraum, irgendwie, wenn man da zu Hause ist oder so. Ist dieses Jahr auch Rockharz in Aussicht? Das kenne ich nicht. Also wir gehen wirklich für ganz große Festivals, die auch jeder kennt. Ich glaube, das ist immer so das Ding. Man kann halt viel machen und auch über viel Bericht erstatten, aber unser Thema ist ja schon, dass das auch viele Leute kennen, weil sonst guckt es halt irgendwie auch keiner. Das heißt, also wenn jetzt die Entscheidung stehen würde, gehen wir zu Rock am Ring oder zu Rockharz, dann geht man zu Rock am Ring. Manche Festivals kenne ich aber natürlich auch noch nicht. Wenn jetzt Rockharz irgendwie 100.000 Besucher auch hat, dann wird es halt komplex, das zu entscheiden, ne? Feier die Videos auf YouTube, aber warum macht so ein sympathischer Mensch Werbung für Hightech? Weil es zumindest für mich immer gute Technikpartner sind. Aber to be fair, hört sich das an, als wenn es da irgendwas Größeres geben würde, worüber man sich informieren soll, wenn du schon so schwierig hinterfragst. Aber ich bin auch nicht der größte Techie, to be honest. Ich bin damit nur immer sehr zufrieden und dann ist eigentlich fein. Wie wäre es eigentlich mit einem Kochstream zusammen mit Sally auf der TwitchCon? Ich glaube, das ist was, wo Sally nicht so den Bezug zu hat, oder? Rockharz hatte letztes Jahr so 20.000, ist halt Rock-Metal-Richtung. Interesting. Bestes Festival ist es sogar. Okay, ich bin interessiert. Rockharz ist der kleine Bruder von Wacken. Wacken zum Beispiel würde ich hin. Super gerne. Also will ich seit Ewigkeiten mal privat auch hin, aber Wacken mal durchfuden. Weil ich liebe ja auch Metalheads, das sind immer die nettesten Menschen. Metalheads sind wirklich die süßesten und liebsten Menschen generell. Allein deswegen möchte ich hin. Das sind wir, das stimmt, ja. Mettler, Beste, bin ich ganz ehrlich. So. Zack, zack, zack. Das sind so Leute, die sind so sophisticated. Wisst ihr, was ich meine? Die sind so zufrieden auch. Die meisten. Und wild und lustig. Und sehr, sehr trinkfest. Eigentlich sind Mettler so ein bisschen wie Bayern. Nur ohne Söder. Ah, oh Gott. Bist du schon auf dem Ebenwald-Festival? Elbenwald, Mann, Alter. Festival war ich noch nicht. Nee. Aber fand ich ganz interesting. Du hast schon ein, zwei Mal geschrieben. Ich habe es in meinem Hirn vermerkt. Das wird höchstwahrscheinlich in einer halben Stunde wieder raus sein. Aber naja. Luki, Dankeschön für den Prime-Sub. Und Bobo auch Dankeschön an dich für den neuen Sub. Herzlich willkommen in der Abo-Falle und im Porsche-Club. Wir sind beides. Ich finde, du solltest eine Foodbus-Tour machen durch Deutschland im Sommer. Einfach mal eine Woche durchs Ländle. Eine Foodbus-Tour. Okay. Also ich suche ja gerade immer noch. Es ist ein leidiges Thema seit November. Ich will euch auch damit nicht mehr belästigen. Ich brauche ja immer noch ein neues Auto. Und ich möchte unbedingt einen Van. Also so ein, wie so ein VW-Bus, ne?
Aber momentan liegt bei mir das Augenmerk einfach, weil ich halt sehr viel fahre auf halt wirklich einer V-Klasse, so ein Mercedes-Ding. Ich glaube, der Hyundai Stadia oder so ist auch immer hier im Gespräch. Also wir sind noch nicht gesettelt, aber es ist wirklich ein Akt, diesen blöden Bus zu finden, Alter. Es ist wirklich ein großes Thema und dann wäre ich wirklich der Dad. Dad-Hose, Dad-Mobil. Also ich sag euch, wie es ist. Es wird eine wilde Zeit, die ihr mit eurem Freddy haben werdet. Andere so, guck mal, mein fetter AMG. Und wer kommt dann? Stell mal vor, bei den ganzen Messen. So. Die Leute stehen da so am Ausgang. Oh mein Gott, da kommt XY in seinem Ferrari. Oh mein Gott, da kommt der mit dem teuren Tesla. Bla bla. Oh mein Gott, da kommt Freddy. Im Familienvan. Ich lieb's einfach. Hinten du bist kein AMG-Typ. Drauf mit Kinder an Bord. Hey, ihr sagt hier jemand gerade, ich bin kein AMG-Typ. Ich möchte kurz festhalten, ich bin im alten VIP-Leasing-Programm von Mercedes gewesen. Ich fahre momentan einen GLC und ich habe AMG-Fußmatten mir einbauen lassen. Für das Gefühl einbauen. Ich habe die reinlegen lassen. Das war gratis. Einfach nur, weil ich das so lustig finde. Ich habe kein AMG, keine Sorge. Scheiße, brauche ich nicht. Aber ich habe einfach Fußmatten reinlegen lassen. Und jedes Mal, wenn jemand fragt, dann gucken die immer so rein, wenn wir zum ersten Mal Auto fahren, sagen die so, ach, hast du eine AMG genommen? Bist du in dem VIP-Leasing-Programm? Sag ich so, nee, ich habe nur die Fußmatten. Für die sie ja schon zweimal machen können und es ist immer wieder der beste Moment, weil die steigen dann nämlich alle danach aus und gehen so hinten ans Auto und sage ich so, ist wirklich keine AMG, sind wirklich nur die Fußmatten. Naja, es sind die kleinen Sachen, die mir Freude bereiten. Och, Mano. So, das stockt jetzt so langsam an. Aber ist natürlich noch nicht durch, ne? Deswegen habe ich auch nur mittlere Hitze, damit das langsam auch so von innen durchbackt. Siehst du, was ich meine? Ah, süß bodenständig, kann man sagen. Ja, ist trotzdem ein GLC. Es ist nicht so ein günstiges Auto, ne? Muss auch nicht sein. Aber ich merke halt immer wieder, ich möchte halt so Formate machen. Also wir wollen dieses Jahr, wo wir bei Sachen sind, die dieses Jahr alle noch passieren werden, ist aber jetzt auch erst Ende März, ne? Also wir haben noch ein bisschen. Aber ihr merkt, es ist getaktet. Ich freue mich aber sehr. Wir haben den Umzug und wir wollen im Sommer eine England-Irland-Tour machen. Ich glaube, Schottland. So ist oben drauf. So, und Schottland, das Land Schottland, die Tourismuszentrale vom Land Schottland hat uns schon zurückgeschrieben, dass sie mega Bock darauf haben. Was geil ist, weil dann können wir auch mit denen Touri-mäßig so ein bisschen planen, wo wir reinkommen, was wir zeigen können, weil es soll um Essen gehen zum einen und auf der anderen Seite so ein bisschen inhaltlich natürlich auch um das Land, aber auch halt um die Landesküchen und was man da so bestellen kann, ne? Was man da an exklusivem Essen erleben kann, vielleicht auch mal so ritterliche Sachen, das ist ja England, Schottland, da muss ja höchstwahrscheinlich auch so eine riesige Mittelalterkultur sein. Das ist halt so ein Haggis, natürlich, muss ich auch mal dringend probieren, ist ganz wichtig. Kann auch lecker sein, you never know. Aber dafür zum Beispiel möchte ich halt unbedingt mein Van schon haben, damit der auch schon ausgestattet ist mit vielleicht so kleinen GoPros, dass man die Fahrt halt mitfilmen kann oder einen Übersetzer mitnehmen kann oder dass man auch für andere Formate, sowas wie dieses Eintagessen mit, da fahren wir auch mit Leuten und ich möchte unbedingt in dem Bus halt die Möglichkeit haben, dass du von vorne nach hinten auf die Rückbank halt mit dem Gast drehen kannst, ne? Oder dass du dich reinsetzt und man ist halt so gegenüber voneinander, sodass man auch während man fährt da drin arbeiten kann. So. Hast du Robs Schweden-Video gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Teile habe ich gesehen, wo er auch in so einem Mittelalter-Ding war. Ne? Skandinavien steht irgendwann auch nochmal auf dem Programm, aber ich glaube, von der Planung her, das mache ich ja immer mit Nina zusammen, von der Planung her haben wir gesagt, nächstes Jahr ist eher so ein bisschen in den Süden, weil wir probieren immer einen größeren Trip zu machen in dem Jahr. Letztes Jahr war es dann Malle, da haben wir auch so eine Woche Malle-Videos gemacht oder zwei Wochen, kam so semi an, aber dieses Mal wollen wir es halt ein bisschen verändern dann mit England, ne, und Schottland so. Genau. Aber nächstes Jahr haben wir gesagt, wir gehen höchstwahrscheinlich lieber so nach Italien mal runter, um halt wirklich so eine Pasta-Pizza-Geschichte zu machen und entwickeln uns da in die Richtung. Aber Skandinavien würde ich auch super gerne nochmal, muss ich sagen, dass das am Start ist. Wir haben Ende Juni hier in Stavanger das Glatmat-Festival. Okay. Hyundai Staria hört sich ganz passend an für eure Pläne. JP Performance hat den auch in Gebrauch und hat dazu einiges gedreht. Ja, es wird mir auch immer wieder empfohlen. Ich weiß gar nicht, warum ich so versessen bin, immer auf so einem blöden Stern. Das ist alles irgendwie, was heißt versessen, aber ich irgendwie denke mir dann immer, ah, ist Fahrkomfort oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? I don't know.
Aber es ist eine schwierige Suche, kann man echt mal sagen. Autos momentan ist eine absolute Krise. Also kannst du dir entweder einen Neuwagen holen, kaufen, dann wartest du 1,5 Jahre. Oder du holst dir einen Gebrauchtwagen, damit du den jetzt hast. Und weil so wenig Wagen nur noch verfügbar sind, weil Rohstoffmangel und alles ist teuer, Hyperinflation, ne, macht ja auch Sinn, damit du nicht 1,5 Jahre warten musst, kannst du im Prinzip einen Gebrauchtwagen, der irgendwie ein paar tausend Kilometer geballert ist schon, oder 10.000, 30.000 Jahreswagen, kannst du dir kaufen zum Neupreis, der dann einfach schon mal ein Jahr lang in Heavy Use war oder mehrere Jahre, weil das alles so teuer ist, ey. Boah. Kauf dir was mit Ladefläche und setzt dann einen Wohncontainer drauf. Nee. Ich möchte halt schon noch auch mit dem Wagen ganz normal in Großstädte, also mit diesem Hyundai oder mit einer V-Klasse zum Beispiel oder auch mit so einem VW-Bus, da kannst du immer noch nach Berlin und Hamburg, ohne dass es so absoluter Terror ist. Es ist schon schwieriger, weil du Parkhäuser nicht mehr benutzen kannst wegen der Höhe, da Parkplätze zu finden. Und das machen wir halt auch oft, ne? Aber ja, was wäre dein Traumauto? Habe ich nicht, deswegen, also ich bin halt super praktischer Fahrer. Ich fahre zum Beispiel auch nur einen GLC, also so einen Mini-SUV, wegen Platz. Ich möchte halt ein Auto haben, wo ich meinen Hund mitnehmen kann, wo ich Gepäck mitnehmen kann, ein Auto haben, wo ich privat mit reisen kann und was unauffällig ist, weil ich mag das nicht, wenn man so im Auto alle Blicke auf sich zieht, habe ich auch gemerkt, als ich mit dem Waffeltruck, wo ganz fett Waffel drauf stand und der komplett gelb war, drauf war so ein Ding. Ja, nur ein GLC, ist schon ein fettes Auto. Also ich beschwere mich darüber ja auch nicht. Bin ich wirklich ehrlich. Bin auch zufrieden soweit. Also das erfüllt alles, was ich mir wünsche. Deswegen kann man immer sagen, so ein Auto ist dann schon mein Traum. Wenn es das dann noch gibt, so mit besserem so Leistungsverhältnis, so umwelttechnisch viel Platz und trotzdem irgendwie, also 3-4 Jahre oder so, dann würde ich, glaube ich, direkt ehen. Oder Gas gibt es ja auch schon, ne? So Erdgas-Dinger. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Bin zu wenig drin. Den VW ID-Bus, der sieht cool aus, der hat aber im Winter 200 Kilometer Reichweite. Das kann ich nicht machen. Das ist zu krass. Ich kann dann nicht da jede 250 Kilometer irgendwo anhalten, wenn es mal kälter wird, und dann das Ding wieder auftanken für 45 Minuten. Das funktioniert nicht. Also wir haben so oft Strecken von, keine Ahnung, 700 Kilometern oder so, die schnell zurückgelegt werden müssen, wo es dann, wenn du nochmal 2-3 Stunden mehr einplanst, komplett Terror ist. Das ist noch zu früh. Ich will das genauso, aber es geht noch nicht. VW-Bus mit Hydraulikfedern, dann klappt das vielleicht auch mit den Parkhäusern. Ach, alles gut. Ich glaube halt, dadurch, dass ich jetzt nicht so ein Autofanatiker bin, werde ich schon irgendwas finden, was da gut ist. Ich will das auch eigentlich relativ zügig über die Bühne bringen, denn hier die Leute im Büro kriegen jetzt diesen Freitag ihre Firmenwägen. Also Firmenwägen kommen jetzt, dann kommt der Umzug, dann können die auch alle schon pendeln, was gut ist. Ja, das ist fein. Ich sehe dich eigentlich auf einem Hausboot absolut nicht. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Also es stört mich auch, dass ich so aussehe wie jemand, der auf einem Hausboot leben könnte. Ich finde das wirklich ganz doll schlimm. Also für mich selber, nicht wenn es andere machen. Aber das ist so wie Camping. Das ist cool, wenn es mal eine Zeit lang so ist, aber eine Zeit lang ist auch so 5 Tage. Und danach bin ich schon so, nee. Also ich bin schon ein sehr großer Eigenbrötler. Ich habe das ja auch schon erzählt. Ich bin zum Glück vor Jahren schon an einen Bauernhof gekommen, der momentan renoviert wird. Also deswegen, da bin ich schon glücklich, so wie es ist, kann ich auf jeden Fall sagen. So, ein bisschen weg ab vom Schuss, keine Nachbarn, einfach nur eine Schrotflinte und Hunde und ich. Mehr GLCs auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Irgendwas, was schön ist. So, ich habe immer gesagt, ich möchte jetzt einen praktischen Wagen. Das sind diese Vans. Ich fahre oft mit vielen Leuten rum. Das hat einen hohen Fahrkomfort, egal was es jetzt ist. Und dann ist fein. Und keine Ahnung, wenn es irgendwann mal reicht so und man findet irgendwas, was man cool findet, dann vielleicht ein Auto, was so für, wenn ich jetzt von Mönchengladbach nach Köln fahre, nochmal entspannter ist, weil ich dann überall hier ins Parkhaus kann. Ne? Dann
ne, vielleicht geht es auch dann mit dem jeweiligen Van oder irgendwas, was halt schön ist. Ein schönes E-Auto, ein schönes kleines E-Auto zum Beispiel. Wenn es denn mal drin ist, ich bin jetzt kein Mensch, der zwei Autos braucht, bin ich auch ehrlich. Das ist mir dann schon ein bisschen zu viel. Tiny House wäre auch cool, das kann man mitnehmen. Tiny House finde ich zum Beispiel viel cooler als Hausboote, muss ich sagen. Weil irgendwie, also ich finde, ich bin wirklich weit weg vom minimalistisch Leben. Wirklich weit, heilige Scheiße. Aber ich finde das Konzept sehr schön. Ich glaube nicht, dass es was für mich wäre auf Dauer, aber ich finde es sehr schön, sich nicht von Dingen regieren zu lassen und von Gegenständen, sondern irgendwie das Nötigste zu haben. Aber ich lebe das genaue Gegenteil davon. Ich sage das, aber ich mache genau das Gegenteil. Also das ist, es wäre wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre da sehr hinterher. Wohnmobil ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich so... Bist du so ein Wohnmobiltyp, Louis? Ich kann mir das bei dir so vorstellen irgendwie. Dann reicht es auch, ja. Wo lässt Clara Socken im Tiny House? Da gibt es keine Socken mehr, weil alles so minimalistisch ist. wie ist dein Zuschaueraltersschnitt? Boah. Frag doch die Leute selber. Wie alt seid ihr denn? Finden wir jetzt raus. Boah, sind die alle alt. Bah! Bah! Was soll der Scheiß denn? 45? Raus! 40? Raus! 51! Zweimal hintereinander! Raus! Was ist denn jetzt los? Was seid denn ihr alle so alt? Ist hier keiner nicht... Wer ist denn nicht volljährig? Hier ist ja jeder volljährig. 15! Die jungen Leute erreicht er noch. Gar kein Stress. 19! Ah, nee, jetzt... 17, 14, let's go, Alter. Die Leute, ich bin noch im Gespräch auf dem Pausenhof. Das ist wichtig immer, wegen Channelwachstum, müsst ihr wissen. Wegen nichts anderem, alles gut. Der Rest gut, dass ihr so alt seid, ihr habt eigenes Geld, sehr wichtig. Wenn man bald eigene Kochmarke. Ich werde euch sehr verbunden, wenn ihr mal was kauft. Wir geben uns echt Mühe. Die Jungen sind gerade in der Schule. Ja, aber die schauen doch da gerade erst recht zu. Können wir mir nicht erzählen. Okay, crazy. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ihr so alt seid. Sehr unangenehm. Ich bin ja selber 31 inzwischen. Ich kann ja gar nicht sagen. Ich bin ja noch fast der Älteste hier im Raum. Ich sehe jünger aus. Zählt das? Ich bin 60. Lol. Lol dahinter. Das ist das, wo ich dir jetzt nicht ganz vertraue. 18-Jährige kaufen keine Bratpfannen. Gerade die kaufen Bratpfannen. Die ziehen doch gerade aus. Schweine, ey. Homeschooling wegen Streik. Homeschooling? Also eigentlich... Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das zu flippen, ne? Ich bin ehrlich. Das ist immer noch so, oben ist noch so ein bisschen... Bitte? Rühren? Jetzt schon klein machen? Gut eigentlich. Ja, wenn es von unten gut ausschaut, müsst es halt auf die andere Seite. Deswegen, ich würde es jetzt einfach schon rühren. Rühren? Ja, so ein bisschen zerteilen halt. Rühren? Also rühren ist so... Ja, nicht richtig rühren, so wie, ja. Aber Rührei rührst du ja auch nicht. Doch. Echt? Rührei. Ja, ich rühre mein Rührei nicht. Heißt ja nicht Rührschmarrn. Ich also. Zopf mein Rührei auch auseinander. Mit Händen? Nee. Okay, nee, alles gut. Sonst flippen, ja. Naja. Heute ist wieder echt der Moment, ey. Das könnt ihr sich über die Woche entscheiden, der Moment, ey. Wenn ich so Butterverbrennung im Gesicht habe, dann wisst ihr schon. Gibt es Pläne, dass du als Gegner bei Kitchen Impossible gegen Tim Meltzer antrittst? Ich glaube, das sollten nach wie vor schon gelernte Köche und Köchinnen machen, weil dann wird die Folge auch inhaltlich ein bisschen besser. Wenn er gegen den Lappen in Person antritt, der wirklich nur 50% von Sachen erschmecken kann, dann wird eine sehr langweilige Folge, weil du weißt, wer gewinnt. Außer der gibt mir halt sowas wie Erschmeck im Burger, was im Burger ist. Aber ich glaube, da ist schon eher so ein, ja, Kitchen-Line-Battle, ja. Boah, Alter, was ein Brocken, Alter. Oh Gott. Okay, let's try oder so. Boah, wenn ich jetzt fallen lasse, wäre auch blöd, ne? Du brauchst nur die Confidence, dann funktioniert das eigentlich. Erst vierteln, dann drehen. Na, scheiß drauf. So. Okay, eins. Oh,
der klebt wirklich sehr. Mhm. Eins. Wie ist die wo? Auf drei hat er noch nie zurückgezogen, ne? Okay. Eins, zwei. Fast. Ja, war doch okay. Also, hier müssen wir eh mal wischen. Also, ist wirklich gar kein Problem. Das ist, Schaut aus wie ein Käsekuchen. Ja, ist ein leckerer Käsekuchen. Schau mal ganz kurz. Ich bin ganz kurz hier unten. Keine Sorge. Oh Gott, ich habe auch noch... Nein, Alter, ich habe die ganze Küche angespritzt. Oh je. Oh nee, ach nee. Oh Gott, ihr seht mich jetzt nicht dabei, wenn ich das sage. Ich habe mit Teig habe ich die Küche angespritzt. Ihr Ekelhaften. Sind ja alle so alt hier. Jetzt muss ich mal aufpassen, was ich sage. Wir sind ja alle pervers. Wer jetzt um die Uhrzeit mit 40 Twitch guckt, ey. Nur noch perverse Leute hier. Ja, war gar kein Problem. Käsekuchen aus der Pfanne. Ist lecker. So, ich wasche mal kurz die Pfoten. Ich bin einfach der Jüngste hier, I guess. Na, wie fühlt sich das an? Bei den Oldies auf Twitch. Käsepfannekuchen. Ja, also es hat doch jetzt alles funktioniert. Ne? Man hätte es natürlich auch einfach machen können, aber so ein bisschen jetzt. Der wird jetzt so komisch rund. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas passiert jetzt hiermit. Der wabbelt so ein bisschen. Oh. Ich bin auch im Homeoffice. Oh Gott, jetzt noch. Was machen denn die Leute? Wieso bist du nicht in der Schule? Ich? Halbe Teig weg? Nee, war nicht so viel. War ein bisschen. Aber nicht so viel. So, das ist jetzt leicht angebrutzelt, weil ich würde jetzt nämlich schon anfangen, das klein zu machen. Und hier im Rezept steht drin, dass man nochmal Pfannkuchen wenden und restliche Butter hinzufügen. Also, dass man jetzt nochmal Butter da reinmachen soll. Ist ja auch Quatsch, oder? Da habe ich auch noch nicht gehört. Das würde ich jetzt auch nicht tun. Also, ich bin großer Verfechter davon, mich da so ein bisschen an die Rezepte zumindest zu halten. So, jetzt machen wir es so, wie es hätte einfacher sein können. Wir haben eine knusprige Seite, eine leicht angedünsene. Und dann wird jetzt hier Fatz, 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 weißt du, sowas gemacht. So, ich rühre, wie Louis sagen würde. So, wir unterteilen mal in ein paar Stückchen. Hier noch ein Stückchen raus. Machst du es auch so? Ist das richtig? Du als Bayer? Nina sagt nein. Nina sagt nein? Aber warum? Die... Das ist vollkommen richtig. So, das ist die knusprige Seite, die abgelöst wird und dann kommen die kleinen zum Vorschein. So. Weißt du, das ist noch mit Handarbeit gemacht. Das ist halt mit Liebe. Das kennen die Leute nicht zu Hause. Ich agree als Ossi. Ach Mann, ey, könnt mich mal. Das ist doch wirklich einfach Unsinn. So. So. So und so. Einmal den hier. Hui. Supi. So. Das sieht doch gut aus, oder? Sieht es nicht gut aus? Du sagst nichts mehr? Wunderschön. Echt schön. Mit Liebe gemachter Kaiserschmarrn. Jedes Stück einzeln getrennt. Und ich bin echt happy, da sind keine Weintrauben drin. Nicht Weintrauben, Rosinen, sorry. Nee, Weintrauben ist richtig. Ja. Es ist Montag. Es ist Montag. Mir. Mr. Trashpack nicht hier. Was will man sonst noch? So, großer Teller, schön aufgefächert. Jetzt brauchen wir noch so ein Sieb und dann Puderzucker, ne? Wichtig. Willst du verköstigen kommen, Louis? Das dachte ich mir. Dann machen wir deinen Montag jetzt richtig gut. So, ein Sieb? Das ist jetzt die Frage, ne? Das sind die komplexeren Themen. Ach, weißt du was? Ich kenne mich doch aus. Ich mache einfach das so aus dem Handgelenk. Weil ich kann nämlich auch aus dem Handgelenk sieben. Ja, gar kein Stress. Weißt du, du musst nur einmal... Moin, Servus, Moin.
So machen und dann. Ja, so. Gesiebt. Auch keinen Nerv mehr für. Einmal für sie. Einmal so. Da kommt der Merci sogar. So nah an der Schweizer Grenze. Schauen wir mal. Also natürlich hätte ich das Eigelb nur da drunter, dann wäre es richtig fluffig und sowas. In Ordnung. Von 5? 4. Kein fluffiger. Schon so. Ja, ist glaube ich echt dieses Eiweiß-Ding, ne, was man runter machen muss. Partnerlook, stimmt. Mir gar nicht aufgefallen. Soll die Scheiße. Du hast 9 Looks. Warum ich heute? Der rotiert manchmal, sieht auch aus wie das denn. Da macht er sich immer so eine Schlange auf dem Finger mit Edding. Nein, geht schon. Ein bisschen mitnehmen, ein bisschen essen. Ein bisschen frühstücken. Ach, alles gut. Mhm. Ich habe noch genügend Lachs. Lachs. Hm. Mann, ich will auch Kaiserschmarrn. Ja, ist gut. Ist gut. Danach noch so ein paar Rosinchen auf der Hand. Na. So. Leute. Mittwoch 18 Uhr ist Mitkochstream. Dazu werde ich heute auf dem Instagram-Kanal von mir, falls ihr noch nicht folgt, macht es gerne. Insta-Waffel, Sturmwaffel auf Instagram. Werde ich die Zutaten posten, sodass ihr dann auch Bescheid wisst, was dann wie gemacht wird. Falls ihr, weil heute zahlreiche Leute zu gucken, noch einen Job sucht, wir suchen momentan nach festangestellt Cutterin, also Leute, die Videos schneiden, gerade auch horizontal, also hier vertikale Videos. Falls ihr da Bock drauf habt, unter jeder Videobeschreibung sind die Jobs ausgeschrieben, auch auf sturmwaffel.de könnt ihr unter der Jobs-Kategorie mal durchschauen. Was nicht auf sturmwaffel.de ist momentan, ist die Ausschreibung zu dem Job Teilzeit eines Content-Managers oder einer Content-Managerin. Was bedeutet das? Das sind Leute, die Videos und Uploads auf allen Kanälen hochladen und optimieren. Das heißt, gucken, was man besser machen kann, gucken, was die anderen machen können. Also falls ihr hauptberuflich mal oder teilzeitberuflich Videos hochladen könnt, wäre das super. Das erfordert nur eine einzige Kenntnis und das ist, dass ihr euch ein bisschen mit Videoschnitt und Photoshop auskennt. Müsst nicht Profis sein, aber ihr solltet zumindest die Grundlagen kennen, sodass ihr auch Fehler erkennen könnt, selbstständig. Du hast eine Webseite? Klar, sturmwaffel.de. Safe. So, also, dementsprechend, falls euch da was interessiert, falls jemand dabei ist, der gerade bei diesen beiden Jobs guckt, dass er oder sie vielleicht einen Job haben will, schaut da gerne mal rein. Ansonsten, wie gesagt, wir sind im Mai dann, im Mai schon in Mönchengladbach. Wir suchen noch Praktikanten und Praktikantinnen. Falls ihr aus Mönchengladbach oder der Ecke kommt oder unten ein Auto habt, höchstwahrscheinlich fast das Beste, keine Schülerpraktikanten. Wir suchen euch, da müsst ihr gar nichts für können. Bringen wir euch was bei, könnt ihr ein bisschen reinschnuppern. Ist auch da ausgeschrieben auf sturmwaffel.de. Bewerbt euch einfach mal. Werkstudenten noch für Mediengestalter, Bild und Ton. Macht euer Ding. Leute, wir sehen uns Mittwoch wieder 18 Uhr hier auf Twitch. Folgt gerne rein, damit ihr nichts verpasst. Und dann werdet ihr auch über Twitch benachrichtigt. Ich sag tschüss. Tschüss.